Einen wunderschönen guten Abend und hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen gemütlichen Runde live auf Twitch. Hallo liebe Mary, hallo liebes Vampirhörnchen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Grüße euch an dieser Stelle, schön, dass ihr da seid. Ja, meine Lieben, wie ihr seht, es wird langsam draußen, wenn man rausguckt, es wird kalt, es wird nass, es wird wieder an der Zeit, wo man eher sich wieder nach drinnen verzieht, aus verschiedensten Gründen und das Beste aus dem Abend macht. Und so haben wir uns bei uns in unserer Runde natürlich mal wieder überlegt, wir nutzen die Gelegenheit, wir machen mal wieder eine kleine Brettspielrunde und haben uns gedacht, wir wollen ein bisschen tief stapeln, die einfachsten Dinge im Leben angehen. Und zwar geht es diesmal um nichts anderes als wieder mal um die Weltherrschaft. Und deswegen wollen wir heute Abend eine kleine Runde Risiko spielen. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das heute dann dementsprechend aussehen wird. Wir sind heute in einer Dreierrunde unterwegs und dementsprechend werden wir uns da heute mit dem Stefan und mit dem Mirko, werden wir also heute zu dritt unterwegs sein, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und mal schauen, wie dann heute die Reise so aussehen wird. Und na, schauen wir mal, wie sich das Ganze ergibt. Der liebe Marius ist auch da. Wunderbar. Grüße dich auf jeden Fall. Vampirchen, auch Risiko ist heute dran. Perfekt, passt perfekt zu meiner Stimmung. War so nervig heute in der Arbeit. Da hätte ich mir auch gerne einiges angelegt. Ah, na gut, okay. Deswegen hoffe ich mal, dass das heute dementsprechend passend schön spannend dann enden wird. Mal gucken. Ich hoffe ja, dass ich diesmal eine bessere Chance habe als beim letzten Mal. Da hat man mir ja ganz kurz, bevor ich da den endgültigen Sieg da einfahren konnte, hat man mir das noch vor der Nase weggeschnappt. Bevor es aber losgeht, möchte ich euch an dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis geben auf etwas, was momentan läuft. Es gibt nämlich mal wieder traditionell eine kleine Adventsaktion, eine Weihnachtsaktion, denn ich schreibe wieder Weihnachtskarten und ich kann das mal eben einblenden für euch. Wir haben nämlich dieses, halt, da muss ich den Chat so ausmachen, sonst überlagert sich das. Sekunde, kriegen wir kurz hin. Ihr seid gleich wieder da, kein Problem, geht gleich wieder frisch an den Start. Es gibt nämlich wieder die Möglichkeit, ihr könnt euch hier solche Weihnachtskarten zum Beispiel, wie diese hier, könnt ihr, ne, muss ich auch die Finger mal wegmachen, kann man das auch gucken. So sieht das Ganze nämlich aus. Solche Weihnachtskarten werde ich wieder verschicken. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, aber dieses Motiv ist eben eins von den neueren, was jetzt dabei ist. Das sind solche Karten, die möchte ich euch als kleines Dankeschön für die wunderbare Unterstützung und die vielfältigen Kommentare, die ihr mir so geschickt habt, für die ganzen Sachen von den Deleted Scenes und das auch, was wir hier bei Twitch machen und so viele, viele weitere Dinge, was so über die Zeit hinweg zusammengekommen ist, möchte ich mich gerne bedanken und euch solche kleinen Weihnachtskarten als Weihnachtspost gerne zukommen lassen, kostenfrei. Das bedeutet, ihr könnt, wenn ihr möchtet, gerne mitmachen, ist überhaupt kein Problem. Ihr braucht nur auf Facebook oder auf Instagram zu gucken, dort gibt es den kompletten Beitrag zu diesem Thema. Dort findet ihr dann eben die Spielanleitung, wie das Ganze funktioniert. Im Grunde ist es ganz einfach, ich erkläre es auch gerne nochmal hier an dieser Stelle. Es geht einfach so, ihr geht bei mir auf den Shop von den Deleted Scenes und sucht euch dort ein Postkartenmotiv eurer Wahl aus und dann gebt ihr ganz einfach als Code nur das als Gutscheincode das Wort Weihnachtspost ein. Und dann könnt ihr entweder für euch selbst oder für einen Lieben aus eurem bekannten Verwandtenkreis, Freundeskreis oder wer auch immer, könnt ihr euch gerne dann so einen Weihnachtsgruß schreiben lassen von mir und dann schicke ich den im Laufe der nächsten Tage auf die Reise, damit er hoffentlich noch rechtzeitig vor Weihnachten bei euch oder bei euren Lieben dann im Postkasten landen wird. Deswegen, das ist so eine kleine Sache, die machen wir halt jedes Jahr und die wird es natürlich dann dementsprechend auch dann in diesem Jahr dann wieder gehen. Darauf freue ich mich schon sehr und wenn das alles so klappt, wie ich mir das ungefähr einplane, dann werden wir das Ganze auch am kommenden Donnerstagabend dann auch hier live im Stream machen. Das heißt, ich werde am Donnerstagabend mich hier hinsetzen mit euch wieder zusammen und dann werden wir und während ich die Postkarten schreibe, werden wir uns live austauschen, unterhalten und über alles Mögliche vielleicht über die Adventszeit uns unterhalten, wie ihr so Adventsbräuche habt, Weihnachtsbräuche oder alles, was so damit zusammenhängt. Und ich glaube, da werden wir eine schöne, wunderbare gemeinsame Zeit haben. So viel nur jetzt erstmal als Anfang, damit ihr erstmal wisst, in welche Richtung die Reise geht. Wie gesagt, guckt euch das Ganze, wenn es jetzt eben gerade ein bisschen schnell gewesen ist, gerne nochmal auf Facebook oder auf Instagram an und dann könnt ihr euch dann eben über den Deleted Scenes Shop dann ein Postkartenmotiv aussuchen und dann einfach in dem Gutscheincode-Feld, was dann im Warenkorbbereich kommt, dann einfach das Wort Weihnachtspost eingeben und dann kriegt ihr dann eine dementsprechende Karte. Hier ist nochmal der Link einmal zu Facebook und einmal auch zu meinem Instagram
Facebook-Profil. Da findet ihr also den ganzen Kladderadatsch, den ich euch gerade hier erklärt habe, nochmal schön zusammengefasst. Und ja, dann werden wir am Donnerstag dann in die Vollen gehen und werden dann ein paar Weihnachtskarten schreiben und dann anschließend verschicken. So viel dazu, aber heute Abend, wie gesagt, wie versprochen, es geht jetzt erstmal ans Brettspielen und zwar zu Risiko. Und damit ich das natürlich nicht alleine spielen muss, habe ich natürlich hier oben in der Ecke wieder meine kleine Verstärkung und die schalte ich auch jetzt gleich mal dazu, damit wir sie auch dementsprechend hören können. Einen Moment, da schalte ich jetzt mal drauf und dann schalte ich mich jetzt hier bei Discord wieder frei und dann sage ich mal wunderschönen guten Abend in die Runde. Hallo. Hi. Yay. Grüß euch. Hi. Na, alles gut bei euch? Ja, ich habe noch geschrieben im Chat hier. Ja, ich weiß, ich habe jetzt den Chat gerade wieder aktiviert, aber dann released der sich oder resettet der sich immer. Ja. Das heißt hier im Stream. Jetzt kommt er wieder ganz frisch rein. Sah wunderbar. Finn ist auch da. Ich bin auch Unterstützung. Yay, sehr schön. Schmeißt Popcorn. Nee, Cheerleader-Kostüm, holt Popcorn raus. Ach, die Pompons, ich habe Popcorn gelesen eben. Ja, ich auch. Mal fix die Kamera. Finn, die allerliebste Finn ist da. Das ist ja herzlich. Wunderbar. Okay, also im Chat geht's schon mal los. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt gehen wir aber mal rein ins Spiel. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze hier aussieht. Wir haben ja vor einer Weile schon einmal Risiko gespielt. Dementsprechend ist das ja hier eigentlich eine relativ einfache Sache. Wir gehen mal eben rüber und gucken mal nach. So sieht der Spielplan jetzt hier zurzeit aus. Das ist alles noch wirklich Ausgangssituation. Ich sehe jetzt, ihr beide habt schon Platz genommen. Das ist schon mal sehr vorbildlich. Ja, wir sitzen hier schon länger. Okay, wenn die Musik im Chat zu laut sein sollte, sagt mir Bescheid. Dann würde ich, ach, ich sehe gerade, ich habe hier noch den Dings hier oben an. So, den machen wir auch mal aus. Alles klar. So, wenn die Musik zu laut sein sollte, dann, wie gesagt, sagt mir kurz Bescheid. Dann würde ich dann dementsprechend das Ganze dann noch mal ein bisschen justieren, damit wir da möglichst eine gute Soundqualität und Tonqualität dann eben entsprechend auch haben. Okay, ich denke mal, es geht wieder damit los, dass wir uns hier unsere entsprechenden Länderkarten mischen. Und du musst mal gleich wieder essen. Zack. Wer muss essen? Wer muss was? Du musst gleich schon wieder essen. Was? Ach, Marius hat wieder reingehauen. Ja, machen wir sofort. Geht gleich los. Geht gleich in den Vollen. Ach, stimmt, ja, warte mal. Ja, Missionskarten shuffeln machen wir auch eben mal hier fertig. So. Und da war zwei Kekse essen. Ich würde mal sagen, ist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, Marius muss morgen wieder früh an den Start. Das heißt, er kann gar nicht mitmachen. Ja, ne? Ja, alles klar. Ja. Oh, super, jetzt geht's hier gleich wieder mit zwei Dingern los. Ihr seid mir wieder in den Deckel. Ja, ich dachte, wenn schon, auf einmal kann man nicht. Pass auf, dann machen wir das, bevor es jetzt hier in der Vollen geht, dann machen wir das nämlich hier auch nochmal. Wir knacken jetzt hier noch zwei Glückskekse und schauen mal an, wie das einmal für den Marius jetzt hier aussieht. Welchen wunderbaren Spruch hat der Glückskeks denn für Marius hier bereit? Da steht unter anderem Mut. Bedeutet, Angst zu haben und trotzdem weiterzugehen. Oh. Ja. Wieder literarisch, sehr tiefsinnig. Ja, wunderbar. Und der zweite, Mirko, für dich. Vielleicht auch im Hinblick auf den heutigen Spielverlauf. Werden es gleich sehen. Wenn es in der Vollen geht. Pass auf, jetzt kommt doch gleich wieder hier. Machtherrschaft ist dein zweiter Vorname oder irgendwie sowas kommt doch jetzt garantiert. Pass auf. So, wir gucken mal rein. Lache das Leben an. Vielleicht lacht es zurück. Tja. Also, macht auf jeden Fall das Beste draus. Ich bin mal gespannt. Und das wird mein Zweifel sein, also meine Verzweiflung, den Ural zu überqueren hier nach Russland. Wir werden sehen, was rauskommt. Pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich habe diese Dinger jetzt hier gemischt. Ja. Und ich deale die jetzt mal. Ich weiß jetzt gar nicht, muss ich jetzt auf Deal to All drücken oder muss ich jetzt hier. Nee, aber Deal geht so, ne? Nee. Genau. Deal to All. Okay. Naja, hier. Moment. Deal. Verteilen wir die jetzt mal so, bis wir keine mehr über haben. Alles klar. Echt, so viele Länder konnten wir nehmen? Ah, gut. 42 Stück sind das jetzt gewesen, die wir verteilt haben. Okay. Nee, jetzt einen mehr hat, ist auch nicht so die kriegsentscheidende Sache. Und dann haben wir hier noch Missionen. Dann würde ich jetzt auch noch mal ein bisschen hier zurechtschaffeln. Dann würde ich auch sagen, jeder kriegt jetzt hier, zack, eine Mission. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn alles. Und dann dementsprechend müssen wir unsere Einheiten verteilen. Ne? Mal sehen, wo es hier losgeht. Wo sind wir denn überall?
Ich habe ein Problem mit meiner Mission. Okay, kannst du tauschen. Wenn du dich selber angreifen musst, dann ja. Nein. Es steht ja eine Option drauf, aber so. Die kann ich in beiden Fällen nicht anwenden, weil ich die. Dann triffst du eine andere Mission, wenn die nicht gehen sollte. Ja, es ist ein bisschen doof. Sagen Was steht so da? So. Erobern Sie alle Länder der Grünen Armee. Wenn Sie selbst diese Armee sind, heißt Ihr Ziel, erobern Sie 42 Länder Ihrer Wahl. Ja, Quatsch, 42, 24. Naja, ich kann ja die Grünen nicht angreifen, wenn es sie nicht gibt. Und ja, ich bin ja. sie nicht selber, also denke ich mal. Nee, dann hast du vollkommen recht, dann nimm eine andere Karte. Komm her, kannst du dir eine neue da oben wegziehen. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn überhaupt? Okay, alles klar, gut. So, ich muss mich jetzt erstmal auch orientieren, mal gucken, wo wir überall sind. Ist hier irgendeiner verarschen oder so? Hast du schon wieder was gekriegt in der Richtung oder was? Ist dieselbe. What? Aber du hast doch gesehen, das ist eine andere. Also, vielleicht gibt es die zweimal. Also, nein, gut. Pass auf, wir schaffeln nochmal durch. So, jetzt darfst du dir aber wieder eine nehmen. So, jetzt muss ich mich hier mal organisieren. Hey. So, welche haben wir als nächstes? Dann haben wir Northwest Territories. Dann geht's oben in die Staaten irgendwo. Nur mal gucken, wo das wieder ist. Ja, na natürlich. Bevor ihr mir hier gleich wieder irgendwas streitig macht oder so. Ne? Bist du sicher, dass es nicht kriegsentscheidend ist, John? Bei was jetzt gerade? Meinst du über dem Text gerade eben? John, wie war das? Ein Männchen. Genau. Eine einzelne Einheit, die packt ihr dann in die jeweiligen Armeen. Die packt ihr in die jeweiligen Länder. Damit geht das erstmal los. Ja? So, ich muss mich jetzt erstmal hier organisieren. Das haben wir auch gemacht. Als nächstes geht es nach Japan. Na sowas. Japan Skandinavien. Wo ist denn hier? Jetzt geht's wieder los. Jetzt muss ich wieder mich hier... ich um meine wunderbaren Erdkundekenntnisse. Meine einzige Rettung ist, dass hier die Sachen beschriftet sind. Was soll das denn? Grönland, gelb. Ist doch kein Problem. Das finde ich auch anhieb. Pass auf, wie das einfach das geht. Gehe ich nämlich nach hier oben. So, und jetzt sehe ich zufälligerweise, da oben ist Grönland. Guck mal, das habe ich auf Anhieb gefunden. Hey! Glaubt mir garantiert jeder, dass ich sofort alles auf Anhieb gewusst habe. Ne? So, Neuguinea. Da oben. Zack. Was haben wir noch? Indien. Das kenne ich. Das ist hier unten. Ups, dafür ist die Figur jetzt verkehrt rum. Toll. Zack. Hallo, John. Wir sind Nachbarn. So. Habe ich das richtig gesehen, dass Finn jetzt auch noch einen Glückskeks ausgelöst hat? Das kann gut sein. Dieses kleine Luder hier. Ich passe doch nie mehr durch die Tür ruhig, wenn das so weitergeht. Es ist noch nicht mal Weihnachten und es geht jetzt schon los. Ich habe mir schon extra hier einen neuen Arbeitskittel zugelegt. Ja, das kannst du schon mal drauf vorbereiten. Oje. So, pass auf. Zack. Liebe Finn, hier kommt dein Glückskekstext für den heutigen Abend. Eine neue Erfahrung wird dir für immer im Gedächtnis bleiben. Na, dann bin ich mal gespannt, was das heute Abend noch wird. Ist das so irgendwie wie Horoskopsprüche? Ja. Eine neue Erfahrung wird dir für immer im Gedächtnis bleiben. So wie diese Glückskekse bei mir auf den Hüften. Oh. Naja, ja, Deutsch. Okay. Nee, aber du das bist ja immer nur halb im Bild, das fällt nicht auf. Bewusst. Die Karten sind wegen mir haben sie damals das 16:9 Format eingeführt. So, ja, das war doch aber eine gute Sache. Ja. Okay, so, was haben wir jetzt? Brasilien. Wer ist denn da Grünes unterwegs in meinem Land? Und warum sind meine Figuren immer alle auf dem Kopf? Es gibt keine Grünen. In welchem Land meinst du denn? Ich sage Brasilien. Blau. Entschuldigung. Ich habe eine Grün-Blau-Schwäche, weißt du? Ach so. Island. Wo ist denn Island wieder hin? Ja, lass doch Island einfach in Ruhe. Island. Ach, das kleine Land. Typisch, weil ich von Europa, weißt du? So viele Länder und ich krieg das kleinste. Aber dafür das Gebälle, stimmt. Da freue ich mich auch drauf.
So, pass auf. Wo sind wir da? Ostaustralien. Hey, das ist ja schon mal gut. Dann Argentinien. Oh, noch geiler. Argentinien. No, dann Ostkanada. Ostkanada. Ja, sehr gut. Dann Ägypten. Ägypten, so. Also viel tiefer als hier jetzt auf diesem Spielplan ist mein Erdkundewissen auch nie weiter vorgedrungen. Mehr war da nicht zu holen. Das ist die einfachste Erklärung, die ich da, was das angeht, bieten kann. Sieht irgendwie aus wie ein Blitz. Was ist denn das? Ostafrika. Okay. Mhm. Gut. Ah ja. Genau, da muss ich auch noch hin. Ah, und dann haben wir sie schon alle durch. Sehr gut. Also. Alle besetzt die Länder? Alle durch. Sieht so aus, ne? Ja. Yep. Alle durch. Alle bedeutet, Länder ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, glaube ich, müsste ich haben. Hm? Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 habe ich. 14 ja. Habe ich auch. 14 ja. Habe ich. Okay. Alles 14 Länder am Timer einstellen. Okay. Genau. Uch. So. Okay. Ja, und ich glaube, wenn wir alle sowieso die gleichen Anzahl an Karten haben, dann würfeln wir uns einfach aus, wer die höchste Zahl hat. Und der fängt dann einfach mal an, würde ich mal vorschlagen. Ne? Hm. Ja, machen wir mal. Ich lege mal vor. Ja. So viel dazu. Nur damit er gleich wisst, wo Norden ist. Okay, ja. Damit er gleich wisst, wo Norden ist. Ja, John. Sieht nach dir aus. Siehste? Sag ich doch. Okay. Na, oh, jetzt muss ich mal gucken hier. Nicht, dass ich im Chat irgendwas überlese in dem Moment. Sekunde. Was hat mich gerade... Ah, Finn ist hier wieder am Tickern ohne Ende hier. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Jetzt muss ich vorlegen. Also, ich fange das an, das Spiel. Bedeutet... Erstmal kommen die Würfel hier wieder an die Anfangsstelle. So, und ich kann, glaube ich, wie viel waren das? Man kriegt ja am Anfang 3 Einheiten so oder so, ne? Die man verteilt. Und dann gibt es Bonus für alles, was man zusätzlich sich reinholt. Also an zusätzlichen Ländern. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir denn hier? Ach guck, ich würde mal sagen, dann fangen wir doch da einfach mal ganz klein an und arbeiten uns so langsam aber sicher vor. Moment, wie geht denn das eigentlich nochmal? Zack, du siehst das jetzt gerade. Ich habe 3 Einheiten, kriegst du am Anfang so oder so. Die kannst du nach eigenem Gemüt überall verteilen, wo du selber voran. Ja, da oben. 14 Länder irgendwie. Ja. Nee, das ist Zusatz für das entsprechende Gebiet. Oder warte mal, 12 bis 14, 14 bis 17 Einheiten für Gebiete. Ja, so viele Gebiete. Ach so, doch. Ach scheiße, nee, dann darf man gar nicht 3. Doch, Moment, Sekunde, dann habe ich Mist gemacht, ne? Dann darf man nur eine haben. Eine darf man nur haben. Siehst du, da geht das Bescheißen schon wieder los. Ja, du. Ich entschuldige mich in jeglicher Form. Sternchenkarten irgendwie. Ja, genau, die kriegst du aber erst, wenn du was besiegt hast. Ja. Die kriegst du erst, wenn du was besiegt hast. Du hast ja vollkommen recht. So, pass auf. Also ich habe jetzt erstmal mir eine Einheit geholt und habe jetzt hier Neuguinea besetzt. Ne? Mhm. So, viel mehr kann und will ich jetzt eben aber erst einmal kann und will ich jetzt erstmal nicht machen. Oder? Okay. Nee, warte mal. Mit 2 auf 3 angreifen. Ja komm, ich versuch's. Mit 2 Würfeln greife ich hier ist das Ding und Indonesien an. Warum? Ja, ne, gleich. Haben wir nichts getan? Ja, ich weiß, aber ich tue doch allen was, das weißt du doch. Achso, ich darf nur mit einem verteidigen. Du darfst nur mit einem verteidigen, genau. Ach Gott, 3-2. Und du? 3-2. Oh ja. Ja, siehst du, so viel dazu. Gleich wieder weg, das Ding. Okay, alles klar. Also ich kriege keine Karte und ich gebe aber ab, du bist dran. Okay.
Ja, ich war jetzt, ist jetzt ein bisschen, was mache ich denn? Ja. Gleich voll auf Angriff. Naja, was willst du machen? Alaska. Das willst du machen. Du musst ja am Anfang erstmal. Alaska. Alaska, das bin ich nicht. Da kannst du dich austoben. Ja, ja. Moment, Alaska als was? Moment, du bist rot und du reist wohin an? Alaska, habe ich hingestellt. So, da ist es hingestellt, okay. Nee, mach erstmal nichts. Ah, okay. Kein Angriff. Stefan. Dann ist Stefan dran. Ach, das geht andersrum. So, was kann ich jetzt machen? Mir so einen komischen Winter nehmen und den irgendwie. Genau. Genau, bei 14 Ländern hast du eine Figur, die du vergeben darfst. Hm. Jetzt kannst du überlegen, was du machst. Ob du noch angreifen möchtest oder ob. Eigentlich möchte ich gar nicht weitermachen. Okay. Dann bist du fertig? Mhm. Alles klar. Dann gehe ich wieder hier hin. Zack. Und ich versuch's wieder. Ich versuch das wieder. Na gut. Eine 4. Nee, warte, wie geht das nochmal? Mit der R-Taste. Ah, ja. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hartnäckig. Diese kleinen Biester, diese. Okay. Die behaupten sich da. Jetzt reicht es mir aber da unten in der Ecke, weil das wird mir jetzt ein bisschen. Aha. So. Aber ich greife mit Alaska, also von Alaska aus, ja. Nordwest-Territorium an. Jetzt geht's wieder los hier. Immer diese Kriegstreiberei. Ja, ja, ja. Das ist ja unglaublich hier. Ne? Mal zwei Würfel. Guck dir das an. Das ist so ein friedliebendes Völkchen da oben. Und nein, gleich wieder voll mit dem Dampfer mal drauf. Ne? Das, die Geschichte wiederholt sich halt immer wieder. Bin da sechs gleich auch noch hier. Guck sich das einer an. Aber hier wird nicht kampflos aufgegeben. Siehst du? Naja. Vielleicht doch. Ja, vielleicht aber auch doch. Aber aufgegeben wird. Nicht kampflos, Karte, aber. Ja, du kriegst dann eine Karte. Welche? Du kriegst eine Länderkarte. Nee, warte mal. Wie war das? Sekunde. Habe ich es gerade Mist gemacht? Wie war denn das? Sekunde, was steht da jetzt? Wie ging das? Ein Kontinent, Gebietskarte. Stimmt, du hast aber recht. Wir haben das gerade falsch gespielt. Wir haben es falsch wieder gespielt? Was haben wir falsch gemacht? Ja, hier steht Truppenverstärkung. Nehmen Sie am Anfang jedes Zuges drei neue Einheiten aus dem Vorrat. Du hattest recht. Ja. Sie erhalten außerdem eine Bonuseinheit, wenn Sie 12 oder mehr Gebiete kontrollieren. Ach, weißt du, was wir machen müssen? Ist ja klar, das macht ja auch Sinn. Wir müssen jetzt die Gebietskarten, die wir haben, alle wieder in den Stapel reinwerfen. Alle wieder zu einem Stapel machen und da dann rausziehen. Das war's. Das war das. Genau. Ne? Also alle jetzt zu einem Stapel wieder machen. So, weil, ne, klar, sonst macht es ja auch überhaupt keinen Sinn, die ganzen Karten da auf einem Dings zu behalten. So. Ich denke, sie alle so schön nebeneinander hier. Das, ja, die müssen sich ja irgendwie hier erstmal wieder zusammenklickern. Ja, wenn wir denn wissen, wie es geht, fangen wir nochmal von vorne an. Können wir auch machen. So. Ich finde meine Mission blöd. Danke, ich die auch. Die Missionskarte nicht. Ich meine, nee, gut, du kannst ja alternativ auch die Weltschaftschaft an dich reißen. Das würde natürlich dein Ziel dann auch automatisch erfüllen. Zumal ich irgendwie nicht weiß, wie das umsetzbar sein soll. Aber okay, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Nee, ich bin der Meinung, da ist ein Problem mit der Formulierung. Aber das ist jetzt Erbsenzählerei hier. Und? So, sind das jetzt alles deine Karten hier oder was sind das jetzt? Ja, ich habe jetzt nur noch meine Mischung. Nee, Mirko meinte ich jetzt gerade. Der hat hier zwei Stapel liegen. Einmal die, die ihr hier wir haben zusammengelegt. Ach so. Aber hier liegt ja irgendwie noch ein. Ja, ja, eben, so eine ganze Reihe an Karten liegen hier auf dem Rand. Deswegen bin ich jetzt gerade. Ja, das sind ja meine. Die gingen nicht zusammen. Die gingen nicht zusammen, ja, weil die auf dem Rücken liegen. Warte mal. So, diese hier, ne? Die sind alle. Diese hier meinst du, ne? Ja, 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 die. Die kann man jetzt noch und zu und die hier, das ist meine Missionskarte. Das ist deine Missionskarte, die musst du behalten. Die ist ja für dich, for you. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die hier umstapeln, die Dinger. Ja, siehst du? Ist ja witzig.
Ja, wir arbeiten dran. Aha. So. Zack, zack, zack. So, jetzt sollten wir es auf jeden Fall haben. Jetzt haben wir wieder 42 Karten hier. Sehr gut. Die legen wir da mal hin. Mischeln wir. Shuffle, 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 shuffle. So, und jetzt kannst du dir da eine Karte von nehmen. Genau. So, die ist dann für dich. Ja, die packst du dir zu dir, genau. Auf der Hand, damit du dann eben deine Punkte da kriegst lieber, ne? Das hier, wenn's ein, und zwar geht es darum, wie viele Sterne du praktisch da auf der Karte hast. Ja, ne? ja. Und dann siehst du hier unten in der Ecke, da sind dann eben für 2 Sterne kriegst du 2 Einheiten, für 3 Sterne kriegst du 4 Einheiten und so weiter und so fort. Je nachdem, wie viele du sammelst. Ne? Genau. Okay, okay. Also kann ich dann eintauschen. Kannst du dann am Anfang, du kannst dir ja immer, jederzeit kannst du das eintauschen, ne? Ja, genau. Also, ja, ich habe ja nichts weiter. Okay. Jetzt aber richtig, Stefan. Jetzt darfst du 3 Einheiten plus eine, also 4 Einheiten nehmen. Du kannst sagen, irgendwie war das auch mit 3 Einheiten, ja, deswegen war ich gerade so verwirrt. Was hat denn ein Pferd eigentlich nochmal? Wie viel hat die denn? Das war doch hier auch irgendwo. Aber was war denn das 12 bis 14 Gebiete? Das bedeutet, es gibt noch zusätzlich dann was, ne? Nehmen Sie 3 Einheiten, außerdem Bonuseinheiten. Ja, du kriegst genau, das ist deine Bonuseinheit. 3 plus 1. Also 4 Einheiten kann er vergeben. Und jetzt frage ich mich gerade bei der Kavallerie hier. Waren 2 Einheiten, ne? Hier unten, was du jetzt unten links hast, bei diesem. Nee, das hier. Wann kann ich so ein Pferd setzen? Das sind 5er. Und das andere sind 10er. 10er, alles klar. 5 Einheiten sind dann okay, ja. Ja. 1, 5 und 10. Alles klar. So, was hat der liebe Stefan denn in der Zwischenzeit gemacht hier? Was hat er vor? Ja, ich habe meine Pins da hingestellt. Und jetzt Und jetzt möchte ich... Hm? Ja, Nordamerika, den östlichen Bereich willst du dir krallen, ne? Jetzt möchte ich von Osten nach Westen. Ach so, na, das kannst du gerne machen. Das heißt, du hast jetzt jeweils 3 Einheiten. Ja, von Ost nach West. Okay, okay. Das heißt, du darfst mit bis zu 3 Würfeln angreifen, wenn du möchtest. Ja, hat er mir schon wieder einen geklaut hier. Nee, hier. Die roten sind die Angriffswürfel, die blauen sind die Verteidigungswürfel. Die sind alle rot bei mir, aber macht nichts. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch nur rote hier, aber es macht nichts. Okay, ist ja witzig. Weil die unteren, die sind normalerweise blau. Wie viel nimmst du denn? Ja, ich warte mal, die packen wir mal hier an der Seite. Ich nehme dann, wenn alle 3. Also. Okay, ja, gut, ich muss mich verteidigen mit einem, okay. Ja. Ist ja lustig, dass die bei euch eine andere Farbe haben. Also, dass die bei euch alle rot sind. Ah, nee, gut. Okay. Zack. Das war eindeutig. So, jetzt musst du praktisch... Was setze ich da jetzt rüber? 1 oder 2? Du kannst so viele setzen, wie du möchtest, aber es muss eine Einheit in dem Land, wo du herkommst, muss zurückbleiben. Ja. Und du kannst auch Einheiten verschieben. Ne? Also auch, dass die leer laufen, zum Beispiel. Also könnte ich jetzt theoretisch auch hier von Mittelamerika in die Weststaaten noch eine rüberschieben, oder? Ja, genau. Und vor allen Dingen, du kannst, glaube ich, auch übergreifend machen. Das heißt, wenn du jetzt eine Kette hast, so ähnlich wie das bei, das ging ja gar nicht. Das war Game of Thrones, das war ein anderes Spiel. Also du kannst immer nur das angrenzende Gebiet kannst du rüber. Aber das kann ich jetzt in so lange wie ich dran bin, kann ich jetzt machen oder geht das immer nur einmal pro Runde? Du kannst Ich habe jetzt einmal angegriffen. So, jetzt könnte du kannst jetzt noch weiter angreifen. Natürlich, bis du keine Möglichkeit mehr hast zum Angreifen. Oder nicht mehr angreifen möchtest halt, ne? Wenn wir denn einmal dabei sind, dann gehen wir doch nochmal von Ontario nach Alberta. Ja, okay. Musst du nochmal aussuchen, mit wie viel Würfeln? Mit 3 angreifen, okay. Echt, mit 3? Jawohl, und die 6 musst du schlagen. Ja, die 6 und die 3 musst du schlagen, aber wohl, du hast ja nur eine. Achso, warte, nochmal. So. Ja, ist gut. Oh, das hält er sogar. Okay, eine Figur weg, genau, so. Und jetzt darfst du dir wieder überlegen, Stefan, möchtest du nochmal angreifen? Jetzt hast du nur noch 2 Würfel, genau. Kannst aber auch mit einem würfeln, wie du willst, ne? Nö, ich versuch das mal mit 2 nochmal. Eine 5. Eine 5 oder drüber? Mit...
Nee. 4. Nein, diesmal nicht. Der Grosofik. Und damit fällt Alberta. Okay. Ja, das war's dann. Dann darfst du dir eine Karte ziehen, eine Gebietskarte. Und je nach Anzahl der Sterne, die sich da auf der Unterseite befinden, kannst du dann hinterher zusätzliche Einheiten rekrutieren. Okay, so, ich bin dran. Bedeutet, ich kriege 3 Einheiten für den Start schon mal. Ja. Dann habe ich, glaube ich, weil ich ja 14 Gebiete habe, kriege ich ja eine Einheit, glaube ich, noch extra. Achso, ich muss mal 2 Gebiete, 2 habe ich verloren. Ne? Eins habe ich dazu gekriegt. Eins dazu. Ja. Und 2 verloren. So, pass auf. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Ich setze die alle. Gehen wir hier nach Westaustralien. Da setze ich die jetzt alle hin. Und ich versuche nochmal mein Glück mit Indonesien. Irgendwann muss es ja mal klappen. Indonesien, gutes Essen. Ja. So, ich greife hier unten jetzt mal an. Da greifen wir mal an. Jetzt gucken wir mal nach. Ja, ist gut. Von Westaustralien nach Indonesien will ich. Mit 3 Würfeln. Mit 3 Würfeln. Gott, und du musst nur eine 4 schlagen. Naja, 4 und eine 3. Jetzt bist du dran. Nehme ich alle 2 oder nehme ich nur 8? Einen nehme ich. Kannst du dir überlegen. Erstmal. Okay. Nimm erstmal einen. Dann würfel mit einem. Verlierst du natürlich nur eine Einheit maximal. Ja. Und du hast aber, okay, das ist aber auch ein Glück. Wieder eine Figur verloren. Okay, alles klar. Damit gebe ich mich aber nicht geschlagen. Dann machen wir weiter. Ha, eine 5. Ja. Eine 5 und eine 3. Okay, das sieht schon ein bisschen anders aus. Ja, okay. Endlich, jetzt zumindest schon mal ein. Nee, halt, die dreht doch, ja, passt. Aber die 3 hast du geschlagen, das heißt, ich verliere ja auch wieder eine Figur, ne? Weil ja, genau. 4 hast du meine Dings, so. Okay, ja. Und ich versuch's nochmal. Alle guten Dinge sind 3, komm her. 5 und 2. Also 5 eine 5. 5 und 2. Das gibt es nicht. Es ist unglaublich. Es ist, Drama. Es ist ein Drama. Komm, einmal noch. Einmal noch. Jetzt ja, mit gut, 2 Figuren. Es muss doch mal klappen. Oh nein, mit einer 3. Ey, das ist doch wirklich nicht zu glauben. Aber diesmal hat es geklappt. Im letzten Zug noch. Oh, Hilfe. Ich kriege eine Karte. Yay. Okay, mehr will ich nicht machen. Mehr kann ich auch nicht machen. Ihr seid dran. Okay. Verdammtags noch eins. Na gut. 4 Einheiten. Ich trotzdem, auch wenn ich ein Land verloren habe, ich habe immer noch 12. Also ich kriege eins dazu. So. Ah, der kämpft es. Mein Herrn. Ach, lass doch mal das arme Indonesien in Ruhe, John. Ich lasse es ja jetzt auch in Ruhe. Ja, jetzt liegt es an den liegt es an den anderen, dass da nichts mehr draus gemacht wird. Das arme Indonesien, wer hat's gesagt? Das war bestimmt Finn, oder? Das Vampirhörnchen war es tatsächlich in diesem Zuge. Oh, Vampirhörnchen, da hast du vollkommen recht. Das arme kleine Indonesien. Haust du mal da oben ab? Wo? Was wusstest du denn da schon wieder an der Grenze auf? Genau, geh da oben hin, richtig. Naja. Okay. Ja, das ist natürlich schwer zu. Ach, das ist. Das ist ein Kackkontinent. Der ist so groß. Ah, Japan. Ja. Japan? Aus. Oh, das Japan. Ist auch wieder. Von wo aus? Kamtschatka. Kamtschatka. 4-1. Naja, ja, ich nehme 3 Würfel. Ja, ich nehme, glaube ich, nur einen. Gibt's doch wohl nicht. Okay, mach das. Dann leg mal vor. Mit Japan legt man sich nicht so einfach an, du. Oh, das sind solche Zahlen wieder, ne? Na gut, vielleicht kannst du ja einen. Nee, so nicht. Guck mal, so verliert man gleich auf Anhieb nämlich. Habe ich denn auch einen verloren? Nee, weiß ich gar nicht. Nee, du nicht. Wie denn? Du hast ja nur eine, ne? Die 6 schlägt die 4. Also du kannst jetzt mit so vielen Figuren dahin ziehen, wie du willst. Boah, dann reicht das mal. Okay. Was sind das hier für schöne Sticks hier? Ja, das ist.
Aber das kann ich eigentlich nicht. Ich kann. Nee. Ich muss einfach nur mal, ich muss oben nochmal Indonesien angreifen. Ich kann das lass doch mal die Arme. Ich zitiere gerne das Vampirhörnchen nochmal. Lass doch mal das arme Indonesien in Ruhe. Das Originalzitat ist aber, lass das Indonesien in Ruhe, John. Aber was soll ich denn machen? Ich versuche es doch nur jetzt zu halten und zu verteidigen. Okay. Ich versuche Frieden in die Welt zu bringen. Mit einer 4. Na gut, 4 oder wie oder was oder wo. Oh, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Ah. Wir können doch Johnny den Kontinent überlassen hier. Das so, gibt's nicht. So ein Mist. Sonst noch ein Wunsch? Ja, Jakutien. Was? Jakutien? Ja. Ach, da oben, ja, das bin ich. Nicht meine Baustelle. Mit zwei. Du könntest aber mit rein. Ja, mit zwei. Okay. Stefan kann ja, also. Achso, du kannst eh, glaube ich, nur mit zwei, weil du würdest ja. Einer muss ja da bleiben, ne? Eine 6, Stefan. Mhm. Eine 6. Mhm. Ja, eine 3. Zack. Noch irgendwas bewegen hier? Moment. Genau, jetzt kannst du, wenn du willst, noch Einheiten verschieben. Ja. Was, John, du solltest das vorher auch lesen? Was meinst du genau? Ja, das Zitat. Ich hab's doch gelesen. Sonst hätte ich es ja nicht zitieren können. So, hab Einheit verschoben. Okay. Dann, kann ich auch dann nicht darfst du dir noch eine Karte ziehen. Dann darfst du dir noch eine Karte ziehen, ne? Nicht vergessen. Ja, ist recht. Und dann ist Stefan an der Reihe. Warum kommen die eigentlich immer auf den Kopf raus hier? Das ja, weiß auch nicht. Und Sally. Und Sally? Geburtskanal stecken geblieben. Achso, ich kriege wieder. Warte mal. 1. Wo seid ihr denn jetzt? Da oben? Wer gegen wen? Ja, was und warum? Ich überlege noch. Ich soll das von Sally lesen? Warte mal, dann muss ich mal noch mal nachgucken hier. Ein blinkendes Licht über die Monatiere bauen, die immer dann losgehen, wenn jemand was schreibt. Und bei wichtigen Themen geht zusätzlich noch ein lauter Alarm los. Wird vielleicht nicht direkt helfen, aber spätestens die Nachbarn weisen sie dann darauf hin. Er möchte denn wirklich moderiert. Ja, so ist es. Voll und ganz. Nachteil der vielen Bildschirme. Was habe ich denn wieder überlesen hier? Das Problem ist, wenn ich im Chat scrolle, dann geht hier das Bild so rein und raus. Das ist immer so ein bisschen nervig. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr bettelt euch jetzt gerade wieder irgendwo im Nordamerika? Nein. Oder wo seid ihr gerade am Gang? Ja, Nordamerika. Ich will noch mal überlegen, ob ich jetzt... Ich sortiere mal eben die Würfel auseinander. Wir haben hier nämlich zwei blaue. Das sind die jetzt hier oben sind. Haben wir nicht. Ja, ich weiß. Ich versuche es nur, damit es für den Stream ein bisschen leichter zu erkennen sind. Sonst würfelt ihr hier durcheinander und da ist nicht ganz so spannend. Ich weiß auch gar nicht, ob wir im Stream. Ja, stimmt. Im Stream sind die Würfel blau. Bei mir sind sie rot. Verstehe ich nicht. Aber witzigerweise. Pass auf, ich kann ja nochmal. Kannst du die Farbe freigeben und ändern? Pass auf, wie sieht es jetzt aus? Ist der rot oder gelb? Der ist blau. Pass auf, dann machen wir doch mal so. Dann sind die jetzt beide blau? Ja, die sind beide blau. Okay, dann haben wir es jetzt richtig. Ja, alles klar. Dann hat er das aus welchen Gründen auch immer nicht richtig geladen. Dann nimmt er jetzt in Zukunft die. Ihr seht auch, die haben beide jetzt eine 1 oben. Das heißt, die sind Duplikate. Ne? Die würfeln beide immer dasselbe Auge. Ja, das ist in Ordnung. Gezinkt. Solange sie zwei Einsen würfeln, ist das voll nicht okay. wo seid ihr denn jetzt gerade am Gange? Was ist denn jetzt gerade bei euch Thema? Ich gehe jetzt von Alberta auf, was ist das, Nordwest, ne? Von Alberta nach Nordwest Territories. Ja, das kenne ich, die Gegend. Da war ich ursprünglich auch mal. Mit meiner Figur ansässig. Da bin ich als erstes rausgeflogen. So, mit 3. Gut, das ist eine Aussage, würde ich mal sagen. So eine leichte Tendenz ist erkennbar in irgendeiner Form. Es geht noch besser.
Ja. Ja, ja. Ja, ausbaufähig. Ja, ach, ja, das ist, also, das ist ja... Na komm, jetzt... du brauchst nur eine 6. Oh, er schafft das. Ah, oh, das ist das. Ich hätte, weil, wenn ich es machen würde, hätte ich diese Zahlen gewürfelt, 6, 6, 5, er hätte mit einer 6 gekontert. Nee. Das macht er nur aus Gehässigkeit. Nee, ich habe mich schon mal eine 2 extra an ihn gefreut. Ach, Mensch. Weil das so gut war, versuchen wir es nochmal nach Alaska mit 2. Du willst mir auch mein Korridor absolut kaputt machen, ne? Der will dir den da oben streitig machen, ja, ja. Man sieht das schon. Ich glaube. Oh. Das ist auch. Die sind aber gut ausgebildet, deine Leute, du. Halleluja. Ja, nur. Okay, Mirko, dann... So, ja, ja. 2, ich kann ja mit 2 verteidigen. Dann mach ich das auch mal. Genau. Du musst hier 5 schlagen mit beiden. 2, 5 oder mehr. Oh. Ja. Jawohl. Yes, sir. Das ist also, das ist eine Antwort. Na hier, so, ihr Kanadier. 3 Figürchen wieder, also beziehungsweise... USA. Du solltest es vielleicht anders machen, damit es leichter ist. Den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Die Figuren, mit denen du angreifst, in das Territorium rein und dadurch ergibt sich die Anzahl deiner Angriffswürfel. Redest du jetzt mit mir? Ja, warum? Ja, das ist im Allgemeinen so, weil du ja, glaube ich, mit 3 Würfeln gekämpft hast, aber jetzt nur 2 Würfeln... wie viel hast du gehabt? 2... Ach nee, 2 hast du wegnehmen können, ne? Ja, ich muss ja eine stehen lassen. Ja, so okay, vollkommen. Angreifen. Ja, ja, ich meine ja, du hast ja 3 Figuren ursprünglich in dem Land gehabt. Aber du kannst ja eigentlich nur mit 2 angreifen. Weil du ja nur 2 freie Figuren hast. Dann hättest du aber nicht mit 3 Würfeln würfeln dürfen. Habe ich auch nicht. Ich habe beim ersten Mal mit 3 gewürfelt, als ich von Alberta kam. Da hatte ich 5 Leute stehen. Ach so, weil die jetzt 3 Fünfen lagen eben gerade hier unten. Ja, die dritte 5 war noch mit den 2 6. Ach so, okay. Dann ist das eine Verwechslung von meinerseits. Ach, der Justin ist auch da. Hi, grüß dich mal lieber. Na, alles gut bei dir? Aber ich möchte noch ein bisschen verschieben. Ja, okay, dann mach das. Dann zeige mal her, wo du hingehst. Nach Alberta möchte er, okay? Gut. Und dann war es das. Achso, jetzt kriege ich noch so eine Karte oder was, ne? Ja, genau. Du kriegst noch eine Karte. Okay. Ja? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt... wie war das? Weiß das vielleicht im Chat jemand? Wie man Figuren verschieben kann? Geht das immer nur Staaten angrenzend oder kann man in seinem Gebiet so weit, wie man will? Da bin ich mir jetzt gerade selber nicht sicher. Du musst eine Verbindung haben, ne? Und dann kann man aber so weit ziehen, wie man will. War das so? Oder war das bei dem GOT-Spiel so? Jo, obwohl noch ein bisschen gelernt. Ja, brav, fleißig, so gehört sich das. Man nimmt die Hand und verschiebt sie auf dem Brett. Ja, ist klar, es ging jetzt darum, ob man eben die Figuren, wie weit kann man ziehen. Aber ich meine, wir können es, sofern wir es einheitlich machen, ist das ja auch in Ordnung. Dann können wir das sagen. Ja, deswegen, wenn eine Verbindung besteht, dann... dann kann man so weit verlagern, wie man den will. Ja, ja. Okay, also ja, es verkürzt das Ganze natürlich auch ein bisschen. Okay, bist du soweit durch oder möchtest du noch etwas... Ich bin durch, nein. Du bist ja durch, ne? Du hast jetzt gezogen, du hast verlagert. Okay, jetzt darfst du noch deine... Jetzt kannst du... Karte habe ich auch schon. Dann bin ich dran. Dann bin ich am Zug. So, jetzt wird alles wieder anders. Pass auf, ich habe 3 Figuren. Ach, habe ja auch wieder nur 14 Länder. Ich habe das eine ja wieder verloren. Ich kriege aber eine vierte. Auch. Ja, den Kontinent kriege ich auch nicht. Aber 4 Figuren habe ich jetzt wieder im Bonus. Ach, was machen wir denn? Was machen wir denn? Komm her, ich gehe wieder nach Westaustralien und ich versuche wieder was Indonesisches zu reißen. Ehrlich. In der Hoffnung, dass das hier irgendwann mal ein gutes Ende nimmt, aber nicht mit einer 1-1. Oh, 2. Oh, Mann. An den Würfeln kann es nicht liegen. Nee, wenn es also nach den Würfeln geht, ja, versucht eine 2 oder weniger zu schlagen, es gibt's doch nicht. Ja, super, toll. Ich sag mal, was hab ich denn hier für Pappfiguren als Kämpfer? Warte mal, halt er hier so. Auf geht's. Sag mal, das gibt's doch nicht.
Forget it. Ich hier, komm her, da, so. Bier. Ey, Leutchen, das gibt's doch nicht. Pass auf jetzt. Aber hier. Sind alle drei weg? Was? Sind die jetzt nicht alle drei weg, weil drei Einsen und er hat eine Vier? Nee, er schlägt immer nur eins. Ich kann, eins. Nee, also eins schlägt eins. So, jetzt habe ich ja hier, okay. Jetzt kämpfe ich ja nur noch mit diesen zwei Figuren, die wollen bei dir angreifen. Das heißt, ich habe jetzt einen Würfel weniger. Gott, das gibt's nicht. Vier und eine Zwei. Also. Okay. Sehr schön. Na, wenigstens etwas. Da kriege ich wenigstens eine Karte. Mehr kann ich nämlich nicht machen. Verschieben habe ich nichts. Karte her. Und glücklich. Hauptsache, ich habe wieder Indonesien. Yay! Er hat Indonesien. Hurra! ja, genau. So sieht dieser Sieg aus. Das ist das Land des Abends. Indonesien. So muss das sein. Okay, es geht weiter. Mirko ist an der Reihe. Ich habe schon meine vier Figuren hier. Ja. Guck mal, wo ich sie hinpacke. Warte mal. Ah ja, hier. Raul, Britannia, Britannia. Gib einfach auf, John. Nein, Vampirhörnchen, mache ich nicht. Du hast ja gesehen. Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Es ist auch möglich, die Armeen beliebig zu verschieben, solange der Anfangs- und Endpunkt durch von ihnen besetzte Länder verbunden sind. Okay, alles klar. Dann haben wir das auf offizieller Seite auf jeden Fall schon mal gelöst. Okay, alles klar. Okay, ja, ja. Ja, ich überlege gerade noch, wo ich den andere... Da geht man 10 Jahre in den Knast, nur wenn man Kaugummi auf den Boden spuckt. Will ich nochmal erwähnt haben. Finn, erzähl doch nochmal ein bisschen mehr, so was du alles im Laufe deiner Zeit erlebt hast. Was man so alles über die Leute im Chat herausfindet dann aus diesem Weg, indem man so ein kleines, harmloses Brettspiel spielt. Also, Großbritannien. Oh, oh. Jetzt geht's los. The Royal Navy greift Westeuropa an. Mit drei so Einheiten. Hat sich ja immer schon abgezeichnet, dass es eines Tages so kommen wird. Ah nee, warte. Muss ja nur drauf gehen. Ja, das macht nichts. Wir sind Nordeuropa. Dann ist ja alles gut. Die hatten sich ja früher auch schon immer gehabt. 2, 3 und 6 oder zwei, was? 2, 3, 6. Eine 6 musst du. Eine 6 musst du schlagen. Na, ja, vergiss es. Ja, ja, okay. Irgendwie wollte er nicht, aber ist auch. Mach die Taste R. Ja, habe ich ja, aber ach so. Irgendwie hat er beim ersten Mal schon gleich abgelegt. Das wäre ja noch schlechter gewesen. Aber ist okay. Okay. Ist okay. Okay. So. Mhm. Ja, also wenn wir dabei sind, dann nehme ich auch Nordeuropa. Mit zwei Einheiten. Wo ein Oller Kriegstreiber. Ja, na. Drei und fünf. Ja, mit einem nach vorne gegangen, mit beiden nach vorne gegangen, alles klar. So, ja, du musst ja mal die Anzahl der Würfel ziehen, dann haben die das. So, was machst du? Na, da kann ich ja nicht, das geht ja nicht. Hier fehlt mir wieder die Verbindung, jetzt muss ich meine Einheiten verschieben. Ja. Was nach Island? Ja, ja, muss nur wenn du verschiebst, kannst du nicht gleich wieder angreifen. Ja, verschieben ist der letzte Zug. Skandinavien oder groß? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Verschieben ist der letzte Zug, deshalb schiebe ich die nochmal nach Spanien, weil es da schon schön warm war. mach mir zwei neue Länder dazu. Eins, zwei. Und hoffe mal, dass ich nächstes Mal 5 habe. Dann kann ich mir ein Pferdchen nehmen und nehme eine Karte. Okay, Stefan. Was habe ich denn von dem Pferd? Was kann das besser? Na, das sind halt 5 Einheiten auf einmal. Ach so, ja. So, das heißt, ich kriege jetzt erstmal 4, ne? Du kriegst jetzt, genau. Nachdem du jetzt deine Anzahl deiner Länder, hast du die geupdatet? Ja, ja, 14. Muss ich auch noch machen, ich habe jetzt wieder mein Land zurück. Ich habe 14. Alles klar, kriegst du eins extra. Ne? So, und wenn ich jetzt hier noch Sterne auf der Hand habe, kann ich die auch noch mal du tauschen. Du kannst noch einen tauschen. Für 2 Sterne kriegst du 2 weitere Einheiten, für 3 kriegst du 4 Einheiten, je nachdem, wie viele Sterne du einsetzen möchtest.
Kann ich mehr als eine Karte nehmen oder immer nur eine? Nee, du kannst so viele Sternekarten ablegen, wie du willst. Ja, dann möchte ich mal hier... Bis zu 10 Sterne kannst du einlösen, ne? Das sind nochmal 3, also nochmal 4 extra. Genau, 4 extra Einheiten dann nochmal rein. Ups. Nehmen wir die mal hier zusammen. Zack. Und die gehen jetzt mal hier wieder auf hier, den das heißt, Stapel. Und dann mischen wir die gleich wieder durch, die Dinger. So. 8. Da könntest du eigentlich auch ein Pferd dann noch. Ja, ich weiß. Das werde ich jetzt auch gleich mal. So, das sind denn hier die 5. Genau. Mario, so, ich verabschiede mich. Wenn ihr Samstagabend noch Sonntag was macht, bin ich auch gerne dabei. Ich wünsche euch viel Spaß und eine gute Nacht. Ja, mein Lieber, schön, dass du da reingeschaut hast auf jeden Fall. Arbeite morgen früh nicht so viel. Lass es dir gut gehen. Schönen Abend noch. Mach's gut. Bis denn. Was macht er? Er rüstet weiter Nordamerika auf. Allerdings. Ja, kennt er ja nichts. Aber ich kann ja jetzt nicht mit 8 Würfeln angreifen. Das geht ja nicht. So viel gibt es ja gar nicht. Aber du kannst jetzt halt sagen, du gehst jetzt mit den Einheiten, die du nutzen willst, gehst du halt in das neue Land rein. Würfelst mit immer so lange mit 3 Würfeln, bis du eben nicht genug Einheiten mehr hast. Aber man kann nur mit maximal 3 Würfeln, oder was? Ja. Okay. Also es gibt nur 3 Würfel, du kannst aber auch mit dem Pferd, genau. Das sind ja 5 Einheiten. Genauso wie Moko in Alaska ja eigentlich 3 Einheiten hat, aber er darf trotzdem nur maximal mit 2 Einheiten, mit 2 Würfeln fahren. Ja, aber ich kann ja jetzt erstmal ohne Probleme mit 3 in Richtung Alaska. Kannst du machen. Ist ja erstmal schon genau, das würde gehen. Dann hast du ja immer noch genug Leute Reserve. Aber du musst die Figuren jetzt erstmal in das Land reinziehen. Das haben wir immer falsch gemacht. Also du musst tatsächlich die Figuren bewegen. Echt? Ja. Ja, das ist ja, aber optisch, jetzt. Optisch gesehen ist das natürlich schöner, das stimmt. Ne, damit man weiß, wo es jetzt. Wieder reinzoomen hier, ja. Ne, damit man jetzt weiß, was du genau vorhast. Ich bin schon dran vorbei, ich brauche nicht würfeln. So. Guck mal, weggesprungen, ne? Würfel. Okay. Ja, ich habe ihn jetzt an den. Ich bin jetzt an den. Habe ihn an den Flanken umgangen und klassisch falle ich jetzt von hinten und vorne gleichzeitig auf ihn rein. Sehr geschickt. Und nehme ihn dann in, bist drum rumgeschwommen. Nicht schlecht. In Alaska stelle ich mir das sehr herausfordernd vor. Ja, Gott, es hat mal Zeiten gegeben, da konntest du von Russland nach Amerika, also dem heutigen, zu Fuß gehen, ne? Ja. Neusprachlich wird das auch als Eisschollenjumping bezeichnet. Die Beringsee. Genau. Na, dann zeige also mal, was deine wackeren Kämpfer da so auf Lager haben. 4, 4, 3. So, liebe Leute, sehen übrigens hohe Zahlen bei Würfeln aus. Boah, zumindest. Naja, ein du jeder eigentlich. Ein. Jeder ein. Okay. Das heißt, ich kann jetzt nur noch mit einem oder ich kann einen nachziehen. Nachziehen kannst du. Nachziehen würde jetzt so in der Form halt nichts bringen. Ja, ist klar. Ja? Ist auch kein Problem. Also mit 2. Ja. Oder machen wir das gerade falsch? Muss man nicht mit den Figuren rein? Eigentlich macht es ja keinen Sinn. Das also ist ja so nein, man muss es nicht. Er greift ja nach wie vor vom. Ja, aber es macht eigentlich kein Dings. Ja, wir machen jetzt das nächste Mal was hier. Oh. Die 3 wird durch die 5 geschlagen und die 1 wird durch die 3 geschlagen. Die gehen beide. Okay, ja. Ja. Und damit ist Mirko raus aus Alaska. Mirko, du musst aber wieder reingehen, sonst kommt der als nächstes zu mir, das will ich nicht. Nee, ich rüste da hinten auf. Na toll, und ich bin wieder in der Mitte. Verdammt. Du bist in der Mitte? Naja, wenn du jetzt als nächstes wieder, von wo kommst du angeschossen? Ach so, von da oben, von Russland. Ich dachte, du kommst über, jemand über Russland, das ist okay. Das geht doch, also. Okay, Stefan, was machst du als nächstes? Ja, ich überlege gerade, ich muss gerade mal strategisch planen. Ich will noch verschieben, aber ich muss mal überlegen, was wohin. Gehe dahin. Und dahin.
mal gucken, wie das hier aussieht. Ja, das war's. Das war's von deiner Seite aus. Ich habe dann noch eine Frage. Ja, bitteschön. Kann man nur über diese grauen Dinger gehen oder kann ich zum Beispiel vom nur als Beispiel, von Westeuropa und nach Nordafrika? Kommst gehen? Du auch, da ist ja eine Verbindung. Du hast eine Verbindung. Also ja, genauso ja. Wie okay. Du zwischen ja. Mittlerer Osten auch nach Ägypten kannst zum Beispiel. Okay, ja, ja, klar. Na, das würde theoretisch auch gehen. Okay, gut. Dann ist Moa ja dran, ne? Ich gucke mal eben, was sieht denn da, wie sieht denn das bei mir hier aus? Ich kriege ja wieder meine drei obligatorischen Einheiten. Plus bei ja. 15 Ländern gibt es jetzt, glaube ich, zwei. Zwei? Ne? Ja, zwei genau. Gibt es extra. Okay. Echt? Ja. Okay. Bei 15 gibt es zwei Länder extra. So, und. Dann nutze ich doch mal die Gelegenheit und sage, ich verstärke noch mal Indonesien. Werde die restlichen Vierer einsetzen, um... Was machen wir denn da mal am besten? Wir gehen nach Ostafrika damit. Es war so, dass die Figuren noch alle richtig hingestellt sind. Zack, so. Und wir kämpfen mal gegen Madagaskar versuchen wir uns mal. Mit drei Würfeln. Das bin ich, ne? Ja, ja, gegen Madagaskar. Oh, warum bewegen sie sich nicht? Da wütet die Pest. Ach so, man sollte sie so drehen, dann geht's auch. Tja, immerhin eine 6. Es wundert mich überhaupt nicht. Es wundert mich überhaupt nicht. Es ist doch unglaublich. So. Okay, komm her, zur Bestätigung nochmal. Achso, 4 hast du da. Ich wollte gerade sagen. Kannst du auch nur mit. Ja, ja, ist okay. So, mit nach 5. Ja, natürlich. Warum auch? Das ist doch nicht zu glauben. Jetzt kann ich wieder nur noch mit 2 angreifen. Aber jetzt. Sorry. Ja! Yippie-yay! Okay, dann gehe ich da mit einem Mal hin. Und das reicht mir auch soweit schon. Das heißt, ich ziehe wieder meine Karte. Und dann seid ihr dran. Ja. Na gut. Ich krieg ja meine 4 Einheiten. Ich bleib immer nur bei 4 Einheiten. Aber ich tausche die Karte, ups, die kann man nicht sehen, Moment. Die ist noch auf deiner Hand. Ach so. Jetzt da. Zwei Sterne. Moment. 3 Sterne. Und nimm dir mal nochmal 4. Bitte? Nimm noch mal 4. Jawohl, 3 Sterne eingetauscht, 4 Einheiten. 1, 2. Da drauf. Ach, diese 6, blöde 7 Hand noch ist eine. Weg. Mal, muss das mal so. Machen. Zack. So. Hast du dich organisiert? Ja, ich bin schon dabei. Das heißt, du hast jetzt 14 Länder gehabt, ne? Ja, kriege 4 und dann habe ich nochmal 4 dazu gekriegt, also 8. Ja, genau, richtig. Hast noch keinen vollständigen Kontinent, daher gibt es noch keinen leider Bonus. Nein, leider nicht. Ich werde ja immer rausgeschmissen aus dem Kontinent. Da. Aber ich verstärke jetzt. Warte. Opa, wo willst du hin? Also jawohl. Hier, ne? Ja. Und Europa will er dicht machen hier. Hä? So, da verstärke ich jetzt auch. Europa will er nicht machen. Ich finde das Eis, ich finde immer schon das Eisland schön. Eisland? Achso, da oben. Moment, lass dieses arme einzelne kleine Inselpölkchen da doch in Ruhe. Mensch, was soll denn das? Fand ich immer schön. Also ja, jetzt habe ich mir, ach komm,
ne, greifen wir mal an. Soll ich die Armin jetzt da hinziehen? Nee, lass mal, macht keinen Sinn. Also von Skandinavien. Na toll, ist doch wieder mal typisch. Bitteschön, mit nur einem Würfel, ne? War ja klar. Mit einer 5. Und das schaffst du. Chaka, chaka, los. Ja! Siehste? Yay! Ja, gut, also wenn wir schon dabei sind. Ihr könnt nach Hause fahren. Nein, natürlich weiter mit 2 Würfeln. Nein. Eine 5, komm her, das können wir nochmal wiederholen. Das geht noch besser, pass auf. Das gibt's doch gar nicht. So viel dazu, das ist die Rache. Da gibt's mal den ganz kalten Wind um die Nase geweht. Ja. Na, nochmal? Na. Nee, jetzt kann ich schon. Na, was gibt's als nächstes? Europa und Nordafrika. Okay, das ist nicht meine Baustelle. Da könnt ihr euch. Ja, sie steht an. Mit 3 Armeen. Nochmal. Ach, hast du schon? Ach, nee. Ja. Nee, noch nicht. Boah. Weggebild. Ja, nimm. Ja. Ja, ist. Ich glaube, es geht mehr darum, die 2 Sechsen zu schlagen, als die. Ja, gut, ja, okay. So. Ja. Er macht eine 6. Er macht das. Er bringt es. Tatsache. Er macht eine 6. Er bringt es. Tatsächlich. Und hier. Jetzt habe ich aber. Die sind doch gezinkt hier. Jetzt. Oh, der Justin hat sich einen Glückskeks gezogen. Komm her. Dann gucken wir mal nach. Ich brauche Glück für morgen, für die Arbeit. Was für eine Arbeit schreibst du denn, mein Lieber? Justin, jetzt. Ich brauche Glück jetzt. Bei dir ist es Würfelglück. Bei dir ist es Würfelglück. Nach 5. Bio musst du schreiben. Ach du meine Güte. Immer noch Nordafrika. Ach du meine Güte. Welche Klasse bist du denn? So, hier ist dein Glückskeks. Dann gucken wir mal nach. Manchmal würfelt er richtig das gut, Ganze. Dann fliegt er richtig hoch und manchmal macht er nur so Pülle-Palle da. Hier steht auch was Schönes drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt auf die Arbeit funktioniert, auf Bio für morgen, aber vielleicht kann man es im weitesten Sinne des Ganzen übertragen. Aber sei dankbar für jede Minute, die du mit deinen Liebsten verbringen darfst. So steht's drauf, sei dankbar. Und das stimmt, das ist tatsächlich wirklich wahr. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit bietet sich das ja ganz wunderbar an. Dementsprechend. Sei dankbar für jede Minute, die du mit deinen Liebsten verbringen darfst. So, jetzt muss ich jetzt mal wieder ein paar Kekse hier knabbern. So, ich bin fertig mit meinem. Warte mal. Viren und so. Ach, so meine Güte. Na gut, ist ja gerade aktuell das Thema, also von daher. 8. Klasse. Cool, okay. Dann auf jeden Fall toi, toi, toi für morgen. Und lass mich da jedenfalls nicht unterkriegen. So, wie sieht das bei euch jetzt aus hier? Wie habt ihr euch organisiert? Ich bin fertig, Stefan. Aber du bist in Nordamerika jetzt gelandet. Das heißt, du hast deine Karte genommen? Ja, habe ich schon. Hast deine Länder aktualisiert? Ja, müssen 15 jetzt sein. Sehr schön. Okay, dann ist Stefan dran. 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stefan, was hast du jetzt? 13 müsste ich haben. Und du ziehst jetzt gerade deine Territorien durch. Ja, 13 sind dann aber immer noch 4, ne? 13 sind dann immer noch 4. Was? Wie 13 sind 4? Ja, 4 Einheiten für 13. Insgesamt also mit den 3 Starteinheiten plus der einen zusätzlich, genau. Ja, das also 13. 15, ja doch, ich habe 15. 3 kriegst du generell und eine kriegst du für die Anzahl kriegst du extra, genau. Ja. Okay. Ja. Was? Er geht nach Irkutsk. Ja gut, okay. Er geht nach Irkutsk. Was will er denn in Irkutsk? Das wird eine interessante Mission sein, die er da hat. Mongolei, ich weiß es nicht. John, was sind deine Lieblingsweihnachtsplätzchen? Ach, du meine Güte, jetzt kriegst du mich ab. Lebkuchen, also meine sind Lebkuchen. Mag Lebkuchen. Was ich gerne mag, ist eine gute Frage. Butterplätzchen mache ich auch ganz gerne. Ich...
falls ich welche packen möchte. Ja. Ich wollte gerade sagen, schön, dass du deine Bestellung jetzt losschickst, ne? Was mag ich denn gerne? Also ich mag diese klassischen Zimtsterne, mag ich natürlich gerne, davon ab. Was ich auch gerne mag, sind so diese Kokosdinger. Die finde ich auch cool zum Beispiel. Und ansonsten, ich weiß es nicht, ich habe da jetzt keine Favoriten. Also so die klassischen Dominosteine und sowas, das ist nicht so ganz so meins. Aber sonst so, ich weiß nicht, also so, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass ich da mal so ein Keksteller in Reichweite habe, dann wird das dem immer ganz schnell zum Verhängnis werden, dann gerade in der jetzigen Zeit. Das ist ja mein Problem und es wird mir dann hinterher zum Verhängnis. Kokosmakronen habe ich sogar letztes Jahr live gebacken, sehr cool. Klasse. Ja. Da muss man nur immer darauf achten, dass die möglichst nicht so steinhart werden, sonst beißt du dir die Zähne dran aus an den Dingern. Ne? Stefan, was magst du? Ich Vanillekipferl. Auch nicht. Auch eine schöne Sache. Aber nach Möglichkeit selbstgemachte, also meine Großtante, weiß ich jetzt, ja, Tante irgendwie, die hat die früher immer selber gemacht. Leider gibt es keine mehr, weil die Tante leider auch nicht mehr gibt. Aber die waren immer richtig gut und ich muss auch sagen, ich habe in meinem Leben noch nirgendwo bessere gekriegt bis jetzt. Aber ich esse sie halt auch. Die selbstgemachten, aus dem Laden, die sind immer so, weiß ich nicht, die schmecken irgendwie alle gleich. Komm, lange Rede, kurzer Sinn, Jakutien. Ja, ne, wolltest du noch haben, das weiß ich noch. Gehe ich jetzt mal mit 3, versuchen wir es mal. Wo willst du denn hin? Jakutien will er. Hier von Irkutsk. Ja, Irkutsk, ich habe mich vertan. Achso. Hast du schon? Das habe ich jetzt gewürfelt. 641. Ach, herrje. Okay. Ja. Gut ist eine Aussage. Jawohl. Ich mag auch noch Schmalzkuchen. Ich habe diesmal keinen gekriegt. Ja, auch nicht schlecht. Hast du schon mal selbst gemacht oder sind fertig? Nee, ich. Jetzt, wo ich keinen gekriegt habe auf dem Weihnachtsmarkt und der Weihnachtsmarkt, der zumacht. Ne? John, darf ich dir Plätzchen für alle schicken? Kommen die auch ran? Also du darfst ja, gerne. Ich beantworte gerne so in der Form, ja natürlich darfst du mir gerne Plätzchen schicken. Ja, bei John kommen die an, aber ob wir das abkriegen. Ob es bei uns, das war ja die Frage. Ne? Aber ich würde natürlich dann gegebenenfalls weiterleiten. Natürlich. Hier. Dann würde ich dann sagen, guck mal, das Vampirhörnchen hat dir genau einen Keks geschickt. Sibirien? Ich versuche mich nochmal an Sibirien mit. Okay, ja, an Sibirien. Und zwar von welchem aus? Ja, ganz toll. Ja, es wäre von da Jakutien. Von Jakutien, okay. Wenn ich zwei Einsen habe, hat sich das Thema wohl erledigt. Ja, aber das hier. Aber gut, Gleichstand sozusagen. Das? Ja, dann, im Zweifelsfall Verteidiger hat Zuspruch. Also einer weg von... Ja, von ihm. Von dem Angreifer einen weg. Genau. Sorry. Das wäre jetzt ganz doof. Warte mal. Das hat sich so mancher Kriegsherr früher schon gedacht. Wenn die Schlacht nicht so ausgegangen ist, wie erwartet. Mary, welche magst du denn am liebsten? Ich habe am Wochenende mein Faible für selbstgemachte Kokosmakronen entdeckt. Sind einfach so mega. Das stimmt. Kokosmakronen sind richtig cool. Aber man muss es eben mögen. Es gibt eben Leute, die sagen, die mögen halt auch keinen Kokos. Ne? Ja, habe ich gerade. Okay. Nächste bitte. Der nächste bitte? Das heißt, bedeutet, ich bin dran, ne? Ja, vermutlich. Das ist ja nicht herzlichst. Okay. Habt ihr eure Counter aktualisiert alle? Ja. Ja, ich glaube schon. Okay, weil ich habe jetzt bei mir hier die 16 stehen. Stimmt das, wenn wir 14, 14? Eigentlich müsste ich dann da auch noch 14 haben, oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Was? Hä? Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 habe ich. Warum habe ich auch noch 14? Warum schliefen hier noch 16? Ja. Ich habe ja selber gesagt, ich muss nachgucken. Ich habe doch selber gesagt, ich muss nachgucken. Okay, also plus 1 kriege ich dann nur. Sehr gut. Oder eher gesagt, sehr schlecht, aber was willst du machen? So, 3 kommen wieder dazu.
So, habe ich wieder 4 zu vergeben. So, okay. Dann. Warte mal, du kriegst aber wohl, du hast 4 plus 2. Plus 2, stimmt. Ich habe ja noch Australien dazu. Du hast ja vollkommen recht. Ja, das nächste Mal ich habe ja noch die. Du hast vollkommen recht, mein Lieber. Du, die australische Armee ist ja auch noch vorhanden. Ja, ja. So, dann nehmen wir die doch alle. Dann nehmen wir. Ja, genau. Die kämpfen mit Koala-Bären. Dann stationieren wir die aber doch dafür alle. Haben sie guten Mundgeruch. Wie gemein. Wie gemein. Komm her, die gehen alle nach Madagaskar. So. Da passen die alle gar nicht drauf. Genau, ja, das geht nicht. Der eine steht im Wasser, der ist schon ersoffen. So, pass auf. Deswegen gehen die jetzt erstmal die Nachbarn besuchen. Und zwar klopfen die als erstes mal bei Südafrika an. Hm. Mal gucken. Halt, ich will nur den einen haben. Die anderen will ich nicht. Oh Gott. 3 und 4. Was sagt denn Südafrika dazu? Na, wie erwartet. Du kannst nach Hause fahren. Du kannst nach Hause. Super. Toll. Nee, will ich aber nicht. Wenn ich schon mal da bin, will ich zumindest noch mal anklopfen. Vielleicht macht ja jetzt jemand auf. 6 und 5. Ja. Immer eine Mal würfelt er gut und das andere Mal kommt er, schließt dann nicht hoch. Guck mal, dafür hast du aber eine von deinen Figuren jetzt gewonnen. Die darf sich wieder im Warm auf. Obwohl, wenn sie aus Afrika kommt, dann ist es ja eh warm. Es geht noch mal hoch nach Zentralafrika in dem Moment. Auch noch mal mit den allen. Ja, ist gut. Der macht mich fertig hier. Mit einer 5. Ja. Die hält er. Ja, 5. Die 5 hält er. War ja klar. Dann klopfen wir nochmal an mit einer. Ja, klopf mal an. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich dachte jetzt schon wieder. Jawohl. Hey. Das ist ja ein Trost hier. So. Na gut, und wenn wir jetzt schon dabei sind, dann will ich auch. Obwohl, das sind 2 da oben, ne? Ja. Nee, dann. Auf gute Nachbarschaft, würde ich mal sagen, ne? Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, genau. Das reicht mir. Ich ziehe meine Karte. Und du bist dran. Okay. Also, ich habe hier 4 wieder, ne? Weil ich habe immer noch 13, ich kratze so ungefähr. Ja. und ich nehme mir die 4, um. Ich will jetzt auch einen Kontinent haben, um hier nach Skandinavien zu gehen und greife, egal, mit 3 Würfeln. Oh Gott. Island an. Warum denn die armen Isländer? Die haben dir nichts getan. Die sind so gastfreundschaftlich. Die laden dich zwar gerne ein, aber sie sagen auch, wenn es jetzt mal an der Zeit ist, dann fahr auch wieder nach Hause. Ich will Björk heiraten. Der wird dir gleich einen Pferdekuss verpassen. Nicht Björn, Björk. Ach so. Die Sängerin. So. Ah, oh, mit der 5 geantwortet. Siehst du, so viel dazu. Mit wallenden blonden Haar wirst du wieder, ne? Gen Heimat geschickt. Ja, ist doch nicht wahr. Komm nochmal mit. Nachbarschaftsgeschenke müssen ausgetauscht werden. Genau so sieht's aus, richtig. Nochmal mit rein. Jetzt fängt der schon wieder an. Hörst du mal auf, kannst du lieber andere. Und eine 6 dabei. Verdammte Axt, noch 1. Komm her. Ah, nein, die andere Seite. Verdammt, das war's. Okay. Hier von dir schwimmt noch einer im Meer rum, ne? Was? Achso, ja, der schwimmt ist noch weg. Einer im Meer rum, genau. Der ist weg, der war weg. Okay, so. Ach ja, Skandinavien ist so sehr schön. Sag mal, 1, 2 habe ich dazu gekriegt, zack, aber wieder 1 weniger. So, das müsste dann stimmen wieder. Okay, ich ziehe meine Armeen. Jawohl. Er kommt da nicht hin. Jetzt müssen wir aufpassen, ne? Der hat da 5 Einheiten zusätzlich durch Europa. Naja, Europa ist schwer zu halten immer. Jetzt wollte ich den Keks schon mit dem Zettel essen. Vom Speck. Bitte Zettel erst rausnehmen. So, okay. Ja, okay, ich nehme meine Karte. Okay. Gut. Dann ist Stefan dran. Schon wieder? Ja, geht schnell hier. Tja, John, das war's dann mit Island. Nur Island. Ich muss leider los, Leute. Viel Spaß euch noch und gute Nacht. Ja. Bis später. Vampirchen, schön, dass du da gewesen bist. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Mach's gut und bis zum nächsten Mal dann, ne? Ciao, ciao.
So, was okay, macht der liebe Stefan? Er räumt jetzt erstmal auf. Wie sieht's denn aus? Armeentechnisch hat Stefan aber mehr irgendwie. Er hat 13 Territorien, wenn ich das jetzt sehe. Ja, ja. Hat noch keinen Kontinent komplett immer für noch sich. 3 und 1. Nee, aber ich habe noch mal Karten hier. Okay. Also das sind drei, noch mal 4. Genau. 4. Genau, 4 Einheiten kommen noch mal dazu. So, jetzt muss ich mal überlegen. Wo geht er hin? Was wird er machen? Es geht nach Afghanistan. Schau an. Irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass ihnen so ein bisschen Russland gefällt, oder Asien im Allgemeinen. Also, kannst du nicht sagen? Asien wäre jetzt nicht schlimm, aber wenn er jetzt Russland, das finde ich... ist jedenfalls gut unterwegs in der Richtung. Mal gucken, was er da jetzt draus macht. Ja, das überlegt. Ja, komm her hier. Gönnt euch ja nicht die Butter auf dem Brot da. So, dann werde ich jetzt erstmal mit 3 von Afghanistan den Ural. Jawohl. Mann, den Ural? Nein, warum denn das? Hallo? Das ist ein Ausflugsterritorium. Er braucht das Uran, was dann. Ja. Dieser Latomraketen. Oh Gott, guck mal, mit was für Kanonen der angeschossen kommt hier. Meine Herren, noch eins. Wie soll man sich denn da verteidigen können? Hier mit einer 2. Gucke mal. Weißt du, unser 1 kommt mit einer Steinzwille an, weißt du? Ist das hier eine Gerechtigkeit in dieser Welt? Unglaublich. So, dann gehen wir. Habt ihr Allergien? Also außer Mary, die scheinbar die Reinkarnation von Schneewittchen ist? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich bin nur Schneewittchen. Nee, also die Allergien, nein, ich habe keine Allergien. Ich auch also, nicht, nein. Ich reagiere auf manche Sorte Mensch allergisch. Wollte ich gerade sagen, das wäre so das Einzige, was ich jetzt auf Anhieb wüsste, aber nein, sonst alles gut. Dann gehe ich jetzt mit 3 von Irkutsk nach Sibirien. Ja, okay. Nach Sibirien, Villa. Ja. Na dann. Ja, komm her hier. Guck sich das an. Ach, eine 6. Eine 5. Da ist der Sibirien. Huch. Da habe ich rangescrollt, versehentlich. So. Achso, ja, da erstmal wieder so ein dazu. Nee, ich glaube, ich verschiebe jetzt noch einmal dahin. Ja, okay, das war's. Das war's. Okay, sehr gut. Dann habe ich jetzt, glaube ich, dadurch, dass du mir da oben einen weggenommen hast, hatte ich jetzt wieder eine Einheit verloren, glaube ich. Guck nochmal eben nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 9. 10, 11, 12, 13, 14 habe ich wieder. Ich komme irgendwie über diese 14 nicht weg. Verdammte Axt. Okay, jeder von euch dann auch 14, ne? Oder? Oder hat Stefan mehr? Ah, er hat 15, alles klar. 15, weil Mirko müsste 13 haben. Ich hab 13. Kommt hin. Alles klar. Also wieder 1, 2, 3, 4 plus Australien 2. So. Jetzt haben wir die schon mal. Und dann setze ich auch mal ein paar Karten jetzt ein. 1, 2, 3 Sterne und 2 Sterne macht 5 Sterne. Macht 10 Einheiten extra. Zack und zack. So. Machen wir die jetzt hier mal eben ganz kurz auf. Die sind da mit drin.
So, und die packe ich da jetzt hin. Shuffle, zack. So, und jetzt verteilen wir hier mal den Murks. So, mal eben gucken, wie wir uns hier organisieren. Wir gehen mit dem ganzen Husch nach Brasilien. So. Und jetzt sag mir aber das den Kreis an. Jetzt greife ich erstmal. Jetzt greife ich erstmal. So viele. Ich habe vier. Drei Stück habe ich so gekriegt. Das sind schon mal diese hier. Ne? Ja, ja. Eine zusätzlich klar. Wegen der, was oben in der Liste drin steht. Dann habe ich noch durch Australien habe ich noch zwei weitere Einheiten gekriegt. Eine Einheit stand hier schon in dem Land und zwei, diese Zehner hier insgesamt, diese zwei Fünfer habe ich gekriegt, weil ich eben fünf Sterne eingelöst habe. Oh, echt? So viel hast du gehabt? Ja, ja. Na gut. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal eine kleine Weltreise und gucke euch mal von der Seite zu. Und ich klopfe jetzt von Brasilien erstmal in wo klopfe ich denn da mal am sinnvollsten an? Warte mal, gucken, wie wir das jetzt am sinnvollsten machen. Guck mal, Afrika gibt nur drei und die geben, na gut, da gibt es zwei, ja gut, hast recht. Ja, deswegen, also ich lopfe erstmal an in, ja, machen wir erstmal Peru. Nee, wieso, wenn nur Nordafrika ist, doch egal. Hat er den, hast du eigentlich recht, das ist ja 2-2-3. Ja gut, dann machen wir jetzt mal Nordafrika. Du hast recht, Brasilien, Nordafrika. Danke. Nimm ihn mal ein paar ab. Ich glaube, ich nehme zwei Würfel. Ich gratulierst aber auch mit zwei Einheiten im Zweifelsfall, ne? Ja. Ne? Also dadurch hast du jetzt beide verloren. 5 steht die 1, die 6 steht die. Genau. Ja, hättest du jetzt nur mit einem verloren. Gewürfelt zum Beispiel, hättest du nur eine Einheit verloren. Ne? Nö, ja. Ach, soll er leben. Alles klar. So, ich gehe mal, weil ich ja da unterwegs bin, nur mit einer Einheit rüber. Ich denke, und du musst mit denen rüber, mit denen du angegriffen hast, haben wir vorhin gesagt. Oder habe ich schon wieder was? Du musst mit drei Einheiten mindestens rüber. Echt? Mit drei muss ich rüber? Gut, alles klar. Machen wir mit drei. Ich habe ja noch ein paar. Also so habe ich. Ich habe ja noch ein paar. Alles klar. Kannst du nachher verschieben. Ja, alles gut, alles gut. Dann gehe ich jetzt von Brasilien nach Peru. Und klopfe da nochmal an. Mit einer 5 und einer 2. Ja. Oh, der Würfel taugt nichts hier. Ja, so, dann machen wir doch mal den hier. Dann gehen wir doch mal so rüber. Ach. Ja, wollen wir alle da nehmen? Jawohl, bringt ja eh keinen Unterschied. Komm her, gehen wir da so rüber. So. Hey, und dann geht. Bitte? Ach so, ja, hättest du doch jetzt auch irgendwie mit den dreien erstmal rübergehen können. Ja, oder du so. Hast ja. Du hast ja. Ja, es ist. Ich würde gerade sagen, ist Haarspalterei, aber. Ja. So, dann gehe ich von Peru aus. Dann kann ich ja nicht mit dreien angreifen, weil dann muss ich die ja wieder aufsplitten hier. Pass auf, ich fange jetzt mit den Zehnern an, vielleicht ist es ja nur ein Wurf. Von Brasilien nach Venezuela. Verteidige. Ich glaube, Johns Auftrag ist Südamerika, Afrika und Australien. Oder ein Kontinent seiner Wahl. Jetzt bist du dran. Und eine 4, jawohl. Okay, dann gehen wir doch mal dahin. So, das haben wir. Und du hast drei Kontinente. Dann verziehe ich mich jetzt nochmal. Hast du gewonnen? Nee, ich habe noch nicht gewonnen. Ich muss jetzt gleich mal zählen, wie viele Sachen ich hier habe. Sekunde, wo gehen wir denn mal hin? Ah. Ja, wir gehen wieder mit den beiden. Oder warte mal, nee, das ist mir sicherer hier. Wir ziehen mit den hier hoch. Dahin. So, alles klar. Jetzt muss ich eben noch mal selber auf meine Sache gucken. Okay, alles klar. Wie viele Länder habe ich denn jetzt geholt? Insgesamt drei, glaube ich, ne? Ich habe hier Nordafrika geholt.
Ich habe Peru geholt und Dings, ne? Also drei dazu. Da müsste ich jetzt 17 haben. Ich ziehe mir eine Karte und ihr seid dran. Was für ein Auftrag hat der? Okay, also ich habe meine. Ich bin gerade noch bei der 12. Kann mir also noch eine dazu nehmen. Meine 4 und meinen 5er. Und nehme diesen ganzen Schwung und sage: Willkommen im Land. jetzt wird aber hier aufgefahren. Jetzt bin ich mal gespannt. Großmacht China. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was ihr da macht. So sind die Chinesen immer verkehrt. Ja, irgendwer spielt immer nicht mit, ne? Die Tür, weg mit dir. Oh weia. Also hier geht's ja auch wieder in der vollen. So. Sorry, mein Mann kam rein. Was war das jetzt mit den Allergien? Nein, alle keine Allergien. Nur, keine. Ne, alles gut. So Leute, ich muss dann auch gehen. Werde jetzt nochmal abgefragt von meiner Mom und für Bio und so weiter und so fort. Ja, gute Nacht Erfolg. Und viel Spaß noch. Genau, dir halt ebenfalls. Schön, dass du eben zugeschaut hast. Alles, alles Gute und viel Erfolg für morgen auf jeden Fall bei dir. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao. So. Genau. Okay, ihr beide, was läuft jetzt hier in Asien bei euch? Ihr beide, ich kann ja auch Indien nehmen. Nee, die sind so lieb. Ah, die sind so lieb, die wollen ja nein, wollen mehr. Indien hat gutes Essen. Ja, richtig. Also nee, aber ich greife von China aus die Mongolei an. Aha. Ja, gut. Machen aber auch gutes Essen. Ja. Machen auch gutes Essen. Mit drei. Ja, da kommt wieder die Geschichte. Wieder die Geschichte zum Tragen. Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen, ne? Ui. Triple Five. Und eine 6. Das würde so passen, ne? Das wär's. Nee, da ist er tatsächlich wieder rüber. Okay. Zack. Jawohl. So. Ihr gönnt euch da nicht viel. Ihr gönnt euch da nicht viel. Mit denen hier? Ja. Ich gehe da jetzt in das Land, was ich angreifen möchte. Afghanistan. Okay. Ich kann eh nur mit einem angreifen. Ja. Ja. Wo ist da? Einen muss ich sowieso zurücklassen. Ja. Die 6 muss er knacken. Du kannst mit 2 verteidigen, wenn du willst, ne? Aber ist natürlich eine Strategie, so würdest du nur eine Einheit verteidigen, wenn du die 6 nicht triffst, ne? Stimmt. Richtig, da hat er richtig gemacht. Wunderbar. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, einmal, wenn ich würfel, dann fliegt das Ding ganz hoch und beim nächsten Mal macht er immer nur so ein... Ja, deswegen, also ich drücke immer mehrmals die R-Taste hintereinander. Ja, mache ich auch und ich kriege immer ein unterschiedliches... Er macht nicht immer dasselbe, wenn ich immer dasselbe mache. Hast du den Cursor? Also ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn man den Cursor auf den Würfel draufhält dabei. Okay. Also ja, nur draufhalten, nicht mit der gedrückten Maustaste, sondern nur mit dem Cursor. Nee, das mache ich auch nicht. Ja, ist gut. Ja, komm, ich lasse das Pferd da noch stehen. Ich greife nochmal an. Nochmal mit dem Pferdchen. 5 Einheiten gegen 2. Und es geht um eine 4. Ach komm. Mit 2 in Verteidigung oder mit einem? Okay. Mit einem. Ja. Wieder einer weniger. Weil es so schön war, machen wir es nochmal. Okay, weiter geht's. Jetzt 3 Einsen. Die wäre schon fast so gewesen. Ja, wäre tatsächlich schon fast so gewesen. Ja, nur 4, das war's. Okay. Afghanistan geht an die rote Macht. Eintauschen. Eintauschen? Ja, kannst du machen. Ja, gegen 5 Einsen. Ja, mach das. Dann tausche dir den ein. 3, 4, 5. Na komm her. So. Stell sie dir mal ordentlich hin. Oh, ach, ja. Die sortieren wir gleich. So, die durchwandern durch mein Afrika, ne? Das kostet aber Gebühr. Was? Durch Afrika bin ich gegangen? Ja, die hast du da geparkt gerade. Okay, alles klar. Okay, warte mal. Ich meine 5 Einheiten. Was machst du?
Ja, der kann ja nur noch. Naja, gut. Ich ziehe zwei Einheiten hier rüber und bewege meine Einheiten. Ja. Mehr Armeen kann ich auch nicht bewegen, oder kann ich so viele bewegen wie. Ich meine, du kannst nur eine Armee bewegen. Genau, du kannst nur eine Armee bewegen, genau, aber die halt so weit wie du kannst. Genau, dann nehme ich eine Karte. Okay, dann ziehst du deine Karte, genau, und dann ist Stefan. Zwei Länder dazu gewonnen. Sehr schön, aktualisiere deinen Counter, ne? Ja. Stefan ist dran. Ja, passt. 17 passt. Was macht Stefan? Wo geht es weiter? Wo geht es weiter? Er verstärkt die Oststaaten. Zwei Figuren bei den Oststaaten. Dadurch, ja, dass er nur noch 11 Länder insgesamt hat, kriegt er auch keinen Bonus mehr. Das heißt, er hat nur noch die 3 Einheiten und Sterne tauscht er auch nicht ein gerade. Nö, es geht okay. Jetzt 3 mit 3 nach Ostkanada. Ja, okay, alles klar. Und eine 5 gilt es zu schlagen. Nach Ostkanada. Nur gucken wir mal, was wir kriegen hier. Mit einer 6 verteidigt. Merkt euch das, so viel Glück werde ich in diesem Spiel nie wieder haben. Versuchen wir es nochmal mit. Noch einmal das Ganze. Denk daran, das ist der französische Teil. Du kriegst mit dem Baguette richtig auf die Fresse, ne? 2 und 3. Ja. Das muss nichts heißen. Hier, guck mal, hier, so läuft das hier mit dem Baguette. Aber mit Anschwung. Ungebremst auf die Fressleiste gibt's da. Na? Ich weiß nicht. Mehr die Brida-Bicket? Nee. Wo machen wir weiter? Aha. Okay. Das war's. Okay, dann aktualisiere deinen Counter. Brauche ich nicht, nichts passiert. Hat sich nichts verändert, okay. Bei mir hat sich dann dementsprechend auch nichts verändert. Ich habe 17 Einheiten, also 3 gibt es wieder ganz normal. 1, 2, 3. Also 17. Ach ja. Zähl durch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 6, 12. 1, 2, 3, 4. Plus 10 Länder, einzelnen, ich 17. 17 Einheiten schon. Nee, Entschuldigung, 17 Territorien. Also, ne? Ja. So, das heißt, es gibt 3 von Grund auf, plus 2 für die Gebiete. Nee, warte, 17, er hat immer noch 2. Ja, oben hier, dieses, was oben in der Dings ist. Schon mal 3? Nee, 18, da bräuchtest du noch einen. Genau, da gibt es 2 zusätzlich und dann eben das, was durch die Länder kommt. Ne? Das sind 2, 3, 2. Also, was habe ich gesagt? 7. 7 kommen nochmal drauf. 1, 2 und nehmen wir nochmal so einen Fünfer hier. So. Das wären die. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das hier jetzt alles am sinnvollsten mache. Zum einen werde ich hier. Ja, so doof ist das gar nicht. So doof ist das nämlich gar nicht. Ich werde hier die Sachen verstärken. Zack. Zack. Ja. Und dann. Zack. So, die packen wir da jetzt mal hin, alle. Alles klar. Und dann
würde ich mal sagen, ich klopfe von Nordafrika aus bei Westeuropa an. Ja, ja. Dann mach das mal. Ich klopfe mal an. Mit einer 5 und einer 3. Also geht's um die 5. Ja, das ist eine Aussage. So, ich habe meinen Kontinent verloren. Was machst du? So, okay. Nicht und gut. Und weil wir da so sind, so, das ist da auch. Ich denke mal, das ist soweit in Ordnung. Das reicht mir auch schon wieder aus. Dann zähle ich mir den einen dazu, ziehe eine Karte und ihr seid wieder dran. Ich habe einen verloren. Moment, ja. Sie abziehen. So. Also habe ich nur noch 4, weil mein Kontinent flöten gegangen ist. Aber ich nehme noch mal hier 3. Ja. Ups, 3. Ja. Und 3 Sterne. 3 Sterne. Also 4 Einheiten extra. Ja, hau mir noch mal 4 Einheiten extra. Jawohl. So. Diese ganzen wirbeligen, durcheinander gewirbelten Einheiten. Ja, na, sortier mal ein bisschen. Nein. Die kommen sowieso gleich zum Einsatz. Okay. Ja. So, in der Zwischenzeit, ich guck mal eben hier im Chat wieder nach. Sekunde, so. Ich baue die mal ein bisschen auf. Ihr könnt nochmal im Chat gucken. Findet Zumba-Musik. Hebt ein bisschen die Stimmung. Hm. Ja, also in Brasilien. Chef, kannst du nicht sagen gerade, ne? Oh, jetzt rüstet der aber auf hier. Hallo? Meine Güte, noch eins. Jetzt ist hier kalter Kriegszeit aufgebrochen hier, ausgebrochen oder was? Nee, ist kein Thema für den Stream. So, lieber Mirko, was möchtest du denn gerne machen? Ich würde gerne Westeuropa wieder haben. Ja, da kannst du verhandeln, ne? Versuch's doch mal auf dem diplomatischen Wege. Das falsche Spiel. Freiwillig? Ziehst du dich zurück? Nein. Was möchtest du Schönes machen? Du kämpfst ja nur mit einem Würfel, ne? Von Nordeuropa. Ich hätte jetzt gedacht von Großbritannien. Nee. Oder von Südeuropa. Von Nordeuropa. Von Südeuropa hat aber mehr Stil. Ja, aber da ist ja Deutschland und Deutschland muss mal wieder hier in Europa die Ordnung schaffen. Jetzt geht's wieder los. Ja, ja, genau. Also ich meine jetzt Angela Merkel, ich meine nicht den anderen Typen. Ah, okay. Ja, ja. Dann mal schauen. Eine 4. Nein, eine 4. Komm, eine 4. Eine 4, komm her. Mit einer 4. Ja, da einer weg. Ja. Einer weg. Mehr ja, versenkt. Gut, noch mal mit rein. Jawohl. Und du verteidigst immer mit 2, ne? Nur so, weil und wieder gucken. Eine 4. 2, 4. Eine 4. Also 2 praktisch. Da mache ich jetzt mal nur mit einem. Ja. Ja. Nochmal. So. Die Balkontinent wieder haben. Ja, bitte. 5. 2 Fünfer. Mach ich auch nur mit einem. 2. Der ist auch zermürbend hier, also echt. So. Und? Nochmal. Ja, komm, jetzt hier aber. Oi. Na komm. Das also eine 5. Ja wohl. Nochmal auf die Nase. Ja nochmal auf die Nase. So. Aber ich habe ja noch genug Einheiten, deswegen nochmal mit rein. Nehmen wir nochmal den anderen Würfel. Komm her. Dem können wir das nämlich auch. Oh Gott. Jetzt hier. Komm her. Die schaffen wir nochmal. Ach, fast. Schade. Okay. Ja, gut. Okay. 1, 2, 3. Okay. Das wird mir verschoben. Die 2 sind weg. Mhm. Aber ich kriege auch keine neuen Länder dazu. Dann. Ja. ja gut, das habe ich wiedergeholt. Ich überlege noch gerade.
Ja, John hat natürlich so viele Armeen hier, ne? Das ist echt. Ihr habt eure eigenen Armeen, ihr habt viel mehr als ich. Na gut, warte, ich halte dich für ein Gerücht, aber. Jetzt habe ich aber, guck mal, ich habe wieder ein Land verloren. So. Warum ist der immer verkehrt rum? So. Was machen wir? Hä? Also, Europa hat der Mirko wieder. 5 Armeen sind ihm vorerst sicher. In welche Richtung geht's als nächstes? Zieht er gen Osten, das umkämpfte asiatische Gebiet, wo sich immer noch hauptsächlich mit Stefan bettelt? Geht es vielleicht in den Westen, wo der wilde, wilde Westen immer noch hart umkämpft ist, immer noch nicht komplett erschlossen? Was tut er? Ja, ich überlege gerade, wo ich hingehe. Ich ziehe, ja, 2 Armeen kann ich ja, ich kann ja nicht splitten. Ich würde mich in Großbritannien zentralisieren. Meinst du? Ja, sicher, sicher. Und dann als Seemacht wieder auftreten? Ja. da hast du recht. Ja, ich gehe hier hin. Nach Südeuropa. Er verlagert nach Südeuropa, okay. Ja, ja. Und ich nehme eine Karte. Achso, ja. Und nimm eine Karte und dann ist Stefan dran. So, Stefan hat verstärkt, glaube ich, ne? In Toronto. Ontario. Ach Gott, ich habe irgendwas mit TA eben gerade, eine Toronto. Na gut, macht auch keinen Sinn. Ja, Ontario, vollkommen mal, richtig. Passt aber, glaube ich, schon, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, ja, das kommt ungefähr in der Richtung, müsste das sein. Ja, ich glaube, da am Wasser, wenn mich dann nicht. Dann war es komplett so bezweckt, dass ich es so gesagt habe. Ja, dann versuchen wir es doch nochmal. Wo darfst du denn hingehen? In den Osten. Oh, schon wieder. Warum denn immer da? Ich muss mal auf Toilette. Ja. Okay. Ich muss noch mal kurz auf Toilette. Jo. Wenn ich an der Reihe bin, kann ja einer von euch würfeln für mich. Alles klar. Aber bitte hoch. Versuchen wir. Bis gleich. So, ja, eine 6 gleich. Muss ich schlagen. Komm her hier. Ah, mit einer 5. So wird das natürlich nichts. Komm her, dann hast du auf jeden Fall schon mal Ostkanada jetzt für dich. So, wieder einen abziehen hier, genau. Tja. Ach komm her. Vornehm geht die Welt zugrunde, hätte ich fast gesagt. Nochmal mit 2. Mit 2? Nach Grönland. Nach Grönland. Ja, ich kann ja nur mit 2. Ja, mit 2 nach Grönland, okay. Und eine 6 muss ich schlagen. Und da ist sie. Ja, natürlich. Da ist sie. Glück hat, kommt auch noch das Pech dazu. Ja, sowieso. Ja, ich muss es aber nochmal versuchen. Haben wir nochmal ein 1-1. 1-1. Oh, 1 versus 1. Ja, natürlich. Komm, ja, okay. Soll ich überhaupt würfeln? Okay. Nee, brauchst du nicht. Alles klar. Naja, wenigstens eine Karte hat es gebracht. Immerhin. Immerhin. So, okay. Also ich zähle jetzt nochmal sicherheitshalber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 habe ich. Das stimmt mit dem Counter überein. Sprich, bedeutet plus 2. Ich habe gerade beschlossen, führe jetzt das Flugzeug hier im Spiel ein und verlagere dann aus dem Ural und aus... hole dann Einheiten aus Asien ab. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine falsche Idee, ne? Jetzt müssen wir mal zählen. Was habe ich denn hier unten noch? Das waren, glaube ich, 2, 5, 7 Einheiten kommen noch dazu. Also eine 5 und 2 Einheiten, die ich so noch verteile. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, weil das ja gerade da so spannend ist an der Stelle, gehe ich doch da oben tatsächlich mal hin mit meinen Leuten.
No. Oh, deswegen. No. Zack. Gut. Und ich werde den Mirko bei Island angreifen. Kannst du den stellvertretend mal verteidigen? Wenn er mir das hinterher nicht übel nimmt. Er hat gesagt, er soll, ne? Wenn er auf dem Klo sitzt, dann... Ja, macht man. Ja, also, mit einer 4. Ja, aber ich nehme mal nur ein. Ja, jeder ein. Okay. So, jeder ein? Der Arme. Ah, nee, Quatsch. Nee. 4 schlägt 4, im Zweifelsfall für den Angreifer, den Verteidiger. So, okay, ich versuch's nochmal. Oh. 6, 4. Dann nehme ich jetzt 2. Zwei Sechsen schlagen 2 Vieren. Nee. 2. Ja, ich weiß. Ich wollte ihn nur mal. Ja. Okay, alles klar. Habe ich was verloren? Ja, du hast bis jetzt 2 Einheiten, aber noch kein Land verloren. Genau. Wie, wo greifst du an? In Island greift er an. Ja. Er greift in Island an? Der hat's aber. Du hast auch versucht, Island zu ärgern. Hat der Fett so, aufgerüstet. Und einmal komme ich da nochmal anklopfen. Mit einer 6-4-4. Ja, toll. Wieso? Du kannst auch eine 6 würfeln. Nee, eine 2. So. Schon wieder Kontinent weg. Ich bin richtig. So, na komm, dann gehen wir doch mal. Gehen wir doch mal mit. Wie viel habe ich gehabt? Mit 3 bin ich da hingegangen. Ne? Zack, zack, zack. Okay. Das reicht mir erst. Oh, hast du meinen Counter aktualisiert? Nee. Nein, bisher noch nicht. So. Nein, ja, gut, kannst du selber. So, ich bin fertig. Ich ziehe eine Karte und ihr seid dran. Na toll. Ja, ich habe 4 Einheiten. Weil der 5. ist nicht weg, weil Island 1. Muss dann hier wieder angreifen. Hier. Muss dann angreifen. Ural. Aha. 3 Armeen gegen 3 Armeen. Naja, ist ja super. Ach, das sind ja deine. Moment, ich greife hier an. So, okay. 5-5-2, Stefan. Er nimmt sich ein. Okay. Ja, okay. Einer weg. So. Mit 2. Eigentlich ist ja egal, ne? Aber 2. Oh, komm, eine 2. Die schaffst du locker. Ja. Ist einer weg, ne? Ja. Hat ja nur mit einem verteidigt. Ja. Okay. Ja, aber das heißt, ihr seid jetzt... Kann ich noch. Einen kann er noch. Mit einem könnte ich noch. Könnte ich ihn noch ein bisschen. So. Ah. Jetzt nehme ich 2. Ja, ist gut. Ja. So. So viel dazu. Okay. Ja, alles gut. War ja ein Versuch wert. Dann nehme ich halt. Dann komme ich nochmal mit 2 von Afghanistan. Ja. An den Ural wieder, okay. Ne? An den Ural, ja. Mhm. Wenn ich jetzt mit beiden Würfeln höher würfel, sind beide von ihm weg? Yep.
Ja, die 3 schlägt. Einmal, ja, die 6 schlägt die 3 und 3 und 3 genau, in Zweifel 2 für den Verteidiger. Genau, dann sind 2 weg. Ja. Ist doch nicht hier, das gibt's doch gar nicht. Das ist ein gemeines Spiel, ne? Nicht klappt, dann muss es wenigstens beim Verteidiger. Ist ein gemeines Spiel. Da steht noch so ein armer Inder rum. Oh! Ja. Der arme Inder, der ist auch noch da. Der arme Inder. Was ist denn das hier eigentlich? Ja, die Mongolei greift nochmal ihr Tux. Was? Ihr Tux? Ja, an. Mit. Auch 2. So, 2 Vieren. Mm-hmm. Einer von den beiden muss doch jetzt wenigstens. Wo hast du denn jetzt angegriffen gerade nochmal? Ja, von da nach da. Ach so, ja. Ja, ich geh mit einem dagegen. Okay. Ah, ist nicht wahr. Ist doch nicht wahr, das gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. So. Ja, das war's. Ich habe irgendwie ein Land verloren, ne? Kann das sein hier? Ein gesehen. Also du hast keinen, in deiner Runde hast du jetzt kein Land dazu gewonnen zumindest. Nee, aber okay. Ich habe doch Island verloren. Habe ich den jetzt noch 13? Warte mal. Ja, also ich habe 12, ich weiß nicht, was John hat. Ich habe 17 zurzeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 habe ich. Wenn du 12 hast. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja stimmt. Naja, ja. 3, 5, kommt ja hin. Ja, 42 muss ja sein. Die ewige Antwort, ne? Auf alles. 42. Ja. So sieht das aus. Okay. Dann bin ich jetzt dran. Das habe ich jetzt tatsächlich wieder geschafft, auf 12 zu kommen. Also das sind 4. 3 plus den 1. Jetzt bin ich gerade hier. Nehme ich hier die 5, hast du jetzt hingekommen, die Karte? Hast du die in den 24er, in den 5er Sack hast du sie, glaube ich, geworfen. Ja. Rechte, warte mal, Search. Ja, da ist die eine Karte drin. Hier, da. Achso, ja, okay. Sind das nochmal 2, ne? Ja. Ich muss jetzt mal hier so ein bisschen. Macht ja Stellungskrieg jetzt. Dann. Da rüber. Nein. Da rüber. Und mehr möchte ich gar nicht machen. Okay. Dann. Was darf sein? Wie? Naja, willst du noch angreifen oder verschieben oder was? Nee. Ich habe gesetzt und verschoben und mehr möchte ich nicht. Ach, du willst gar keinen Angriff machen oder so? Alles klar, okay, dann bin ich dran. Alles klar. War ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet auf sowas, aber okay, wenn es denn so sein soll, dann ist in Ordnung. Oh, Scheiß, habe ich dir wieder alles verdammt. Meine komplette Strategie den Bach runter, was soll ich tun, verdammt? Also wenn ich das jetzt richtig durchgezählt habe, wenn ihr eure Dinger da richtig vom Counter habt, 12 und 13, dann habe ich 17 zurzeit. Bedeutet, ich bekomme meine 3 Grundeinheiten wieder. Plus 2. Plus 2. Dann gibt es die Kontinente noch. Das ist 2, 3 und 2. Macht 7 Stück nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Und dann habe ich hier nochmal 1, 2, 3, 4 Sterne noch am Start. 4 Sterne bringt nochmal 7. Da mache ich jetzt nochmal eine 5er und 2 Zweier auf hier. Und die verteile ich jetzt mal hier auch so ein bisschen, damit wir hier mal so ein bisschen mehr Übersicht in die Nummer kriegen. Einmal hier, einmal da, da, einmal hier, einmal da. So, bin ich jetzt überall zweimal vertreten? Ich glaube ja, ne? Das sieht zumindest soweit ganz gut aus. So, und dann nehmen wir die restlichen hier und dann gehen wir da noch rein und dann gehen wir hier. Jetzt habe ich mich aber gepinselt mit Indien, wa? Bitte was? Aber gesagt, bitte? Weil ich gesagt habe, da steht so ein einsamer Inder, jetzt hast du erstmal... Ja, ja, genau, richtig. Alle, ne, alle, was sind da... Ihr weißt so ins Ohr gesetzt. Wenn du jetzt einen, ne, in der anpiekst, ne, dann kommen gleich 1000. So, ja, und ich jetzt gehe damit nach Südostasien. Gehe ich. Jo, hier. Ne? Da klopfe ich dann mal an. Ja, was? Ja, mit da. Ja, 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 ja. Ne? So. Und ich würfel mir einen. Mit einer 4 und einer 2. Hier hält ein weg. Einer 6. Oh. Und da ist die 5. Dann wandere ich mit denen rüber. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, habe ich insgesamt 18 Länder eingeholt. Und habe jedes Land mit mindestens 2 Einheiten besetzt. Und damit würde ich meine Mission erfüllen. Echt? Die heißt, ich soll 18 Länder meiner Wahl besetzen und dort jeweils mindestens 2 Einheiten haben. Na sowas. Was so ist, ist das so. Ne? Ich dachte mir jetzt, zögerst du das jetzt hinaus oder willst du dem Drama seinen Lauf lassen? Aber ich dachte mir, machen wir jetzt am besten mal so langsam aber sicher den Sack zu, bevor sich der Wind vielleicht doch nochmal drehen könnte. So, da bin ich mal gespannt hier. Jetzt bin ich mal auf euch gespannt. Also das habe ich ja nie gehabt, dass ich bei Risiko mal gewinne. Oder so, yay, ja, ja. Gelegenheiten muss man nutzen. So, genau. Ich bin ja auch Stefan. Oh, Mensch. Sehr, sehr cool. Nee, war aber eine wirklich schöne Runde. Hat Spaß gemacht. Ich meine, von meiner Seite aus war das natürlich sprichwörtlich kriegsentscheidend, dass ihr euch beide da oben in Asien in die Wolle gekriegt habt. Dadurch konnte ich mir den Süden komplett sichern. Ne? Erst so ganz vorsichtig von Australien ausgehend, aber dann eben immer weiter. Hab gedacht, naja, mal gucken, ob sie dich angreifen oder ob sie dich in Ruhe lassen. Also das ist so dieses Unterwandern gewesen, was da so war. Okay, wie sah es bei euch aus? Was hattet ihr für Aufgaben? Was waren eure Ideen? Ich hätte Mirko auslöschen müssen. Es ist eigentlich generell eine Lösung. In jedem Spiel. Aber das Witzige an der Sache ist ja, das sind ja kuriose Missionen, weil im Grunde genommen hilft mir jeder andere Mitspieler dabei, weil jedes Land, was du ihm abnimmst, ist für mich von Vorteil, weil ich weniger zu tun habe. Deswegen finde ich die solche Missionen irgendwie ganz witzig. Es heißt ja auch eigentlich, erobern sie alle Länder der Roten Armee. Ja. Die wechseln sich aber ständig. Ja. Deswegen, bedeutet, also du sollst den auslöschen, den Typen, ne? Ja, deswegen ja. Und wenn du jetzt überlegst, man würde mit mehreren Personen spielen, dann würden die ja im Prinzip unwissentlich mithelfen, wenn sie ihn angreifen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Nur ich habe es nicht wirklich geschafft, irgendwo an einer Ecke richtig durchzukommen. Das ist ja das Schöne bei solchen Strategiedingern eben. Du könntest ja theoretisch deine Intrigen spinnen, ohne natürlich deine eigene Mission offen zu legen. Ne? Ja, ja. Ich habe dann irgendwann überlegt und habe die Strategie dahingehend geändert, dass ich gedacht habe, na, wer weiß, was der John machen muss, weil der fängt jetzt an und kommt von da und kommt von da und habe mir gedacht, nee, dann mache ich bei mir lieber dicht und verhindere. Ich hatte erst gedacht, du müsstest irgendwie da Nordamerika oder sowas vielleicht auch noch kriegen.
Deswegen hast du dann nach unten zugemacht, ne? Mache ich dir das da so schwierig wie möglich? Ja, ja, ja. Nee, das waren tatsächlich immer nur so wie nennt sich das? Opportunistische das ist Investitionen. Natürlich relativ einfach, wenn du eine gewisse Anzahl nach Wahl machen kannst. Ja. Und 18 ist auch nicht wirklich schwierig, wenn du davon ausgehst, dass du mit 14 anfängst. Richtig, also, da war ich ja auch so überrascht, als diese Karte kam. Also dann die Herausforderung war dann, zwei Einheiten überall zu haben. Ja, und ich denke mal, ihr habt euch ja vorwiegend selber hauptsächlich bekriegt. Oder ihr habt, wenn ihr mich angegriffen habt, dann habt ihr hauptsächlich Territorien angegriffen, die mich nicht in meiner Armeestärke gefährdet ich haben. Hätte ja, bei mir ist ja die Alternative, wenn ich selbst rot wäre, müsste ich 24 Länder kriegen. Und das ist ja schon... Ja. Ne, weil das Problem ist, wenn du mit dem einen beschäftigt bist, rüstet der andere auf, dann kommst du an den nachher nicht mehr ran. Also das ist irgendwie schon ein bisschen tricky. Ja, das stimmt. Was hast du da? Meine Auftragskarte. Na, dann zeige mal, was hast du denn da Schönes machen dürfen? Also Stefan sollte mich vernichten und ich sollte Stefan vernichten. Waren sie alle Länder der Blauen? Irgendwann habe ich es aufgegeben, aber also dann schaffe ich sowieso nicht mehr. Da hat oben Situation. Okay, na gut, dann ist das ja ganz gut gewesen, dass das so seinen Weg gefunden hat. Sonst hätte das noch eine sehr lange Party ergeben. Aber so sind wir ja auch super in der Zeit auf jeden Fall durchgekommen. Und also das war, als Stefan dann Nordamerika so ungefähr hatte, außer hier unten das Gebiet, ne? Ich dachte, Mist, jetzt hat er beinahe einen ganzen Kontinent, er kriegt immer mehr Armeen dazu. Ja, ne? War das Problem, hätte ich das geschafft, nach Grönland zu kommen, hätte ich es vermutlich auch noch weiter versucht. Aber in dem Moment, wo Grönland für mich gestorben war, war die Nummer eigentlich gegessen. Ja, ja, das hatte ich auch. Also als Alaska irgendwie unterging, ich hätte jetzt höchstens angefangen, wenn jetzt nicht zu Ende gegangen wäre, hätte ich jetzt angefangen und hätte vermutlich in Alaska aufgerüstet und hätte versucht, von der Seite nach Asien reinzukommen. Genau, das hatte ich auch immer überlegt gehabt. Ja. Zwischenzeitlich habe ich sogar überlegt, hätte John jetzt nicht aufgerüstet in Australien, doch nochmal Australien wegzunehmen. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, weil das von allen am schwächsten geschützt war mit seinen drei Figuren, die ich da am Anfang die ganze Zeit über nur hatte. Da habe ich gedacht, na, mal gucken, ob du das hältst. Aber Australien ist aber auch, naja gut, es ist leicht verdientes Geld. Es ist aber auch sehr leicht wieder zu verlieren, weil ne, sobald die eine Stelle da geknickt ist, kriegst du ja das alle Dinge. Ne, es ist also, da sind die anderen schon ein bisschen lukrativer. Aber eben, dass das mit Afrika geklappt hat, war schon mal ein Glück gewesen. Ne? Und dann nochmal der Sprung rüber nach Südamerika. Und da habe ich mal gedacht, ich muss einfach nur dafür sorgen, dass ihr nicht irgendwie einen vollständigen Kontinent habt. Deswegen habe ich dich, Mirko, immer wieder getriezt. Ne? Eben mit Westeuropa und dich, Stefan, dann eben oben mit Grönland, dass ich mir gesagt habe, ach naja, jetzt packst du da mal wieder ein paar Leutchen hin und so weiter und so fort. Dann habt ihr was, wo ihr euch dran festbeißen könnt, dann lasst ihr mich in unten in Ruhe. Dann kann ich da versuchen, meine Front hochzuziehen, dass ihr mich da auf jeden Fall dann nicht mehr kriegen könnt oder so. Dass das geklappt hat, da hätte ich aber selber nicht mit erwartet, weil bei meinem Würfelglück, ich bin eigentlich mehr davon ausgegangen, dass ich immer die niedrigen Zahlen würfel, während Stefan ja immer mit wer weiß was für Zahlen da um die Ecke geschossen kam. Ne? Absolut. Eigentlich wollte ich in Zentralafrika nochmal aufrüsten, aber da hatte ich dann ich hatte die Wahl zwischen Zentralafrika und China. Ja, also als ich hier noch eine Figur hatte, ne? Ja. Also ich dachte, nee, ich nehme China. Auf jeden Fall kann man sagen, das letzte Wort ist bei dieser Geschichte bestimmt noch nicht geschlossen gesagt, weil das werden wir sicherlich irgendwann wieder aufleben lassen. Ich finde dieses Spiel halt eben cool. Es macht natürlich Spaß, je mehr Leute mitmachen. Also von daher werden wir da sicherlich noch das ein oder andere Kapitel dann irgendwann im weiteren Verlauf nochmal sehen. Aber für heute Abend war das auf jeden Fall eine schöne Nummer. Ja, wenn mehr Leute dabei sind und du mit weniger Ländern anfängst, ist 18 auch nicht mehr so einfach. Bei genau. Dann ist es nicht mehr so voll und ganz. Richtig, genau. Und wenn jetzt Amon oder Sally oder vielleicht sogar Beise, wenn die jetzt noch dazugekommen wären, dann hätten wir doch um einiges noch länger an der ganzen Geschichte gesessen. Ja, das stimmt. Ich gucke auch nach einer Star Wars Variante. ich habe bis jetzt nur englischsprachige gefunden oder zumindest die anderen Sprachen von diesen Risikospielen. Ne? Die Star Wars Risikovariante ist auch sehr lustig. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht machen wir das dann auch für die nächste Zeit irgendwann mal.
Probieren wir auf jeden Fall gerne aus. Aber wie gesagt, das war jetzt, wie gesagt, für heute Abend erstmal Risiko wieder im Tabletop-Simulator. Und war cool. War sehr, sehr schön. Und ja, liebe Leute, ich kann euch nur sagen, also wenn euch solche Sachen gefallen haben, wie eben dieses hier, dann seid ihr natürlich herzlichst dazu aufgerufen und eingeladen, diesem Kanal hier zu folgen oder wenn ihr auch gerne möchtet, ihn zu unterstützen. Oh, weil dann können wir noch viele, viele andere weite Sachen hier an den Start bringen. Und ansonsten bleibt noch gesagt, für kommenden Donnerstagabend gibt es mal wieder so ein kleines Community-Event sozusagen, weil ich schreibe Weihnachtskarten. Bedeutet, jeder, der möchte, kann kostenlos eine Weihnachtskarte bekommen von meinem Projekt, den Deleted Scenes. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne selber kostenlos eine natürlich auch bekommen. Ihr braucht einfach nur, wenn ihr möchtet, ich blende es eben nochmal ganz kurz ein, über die Facebook-Anschrift oder über Instagram. Da ist nochmal der komplette Artikel nochmal hinterlegt. Da könnt ihr dann sehen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn euch das gefällt, lasst ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten bleibt mir nur an dieser Stelle nochmal zu sagen, vielen lieben Dank für euch, an euch nach Discord, dass ihr dabei gewesen seid. War sehr schön. Ja, gerne. Gerne wieder und natürlich auch zu euch da draußen in den Chat. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir jetzt nur gesagt, wir sind jetzt noch 6 Leute hier insgesamt. Gibt es jemanden, dem wir vielleicht sagen wollen, wir wollen mit ein paar Leuten zwar nur, aber wir wollen eine kleine Freude machen. Jemanden? Habt ihr jemanden, den wir raiden wollen, an dem wir euch weiterschicken wollen? Gibt es da jemanden, wo ihr sagt, Mensch, der würde sich denn für über so eine kleine Aufmerksamkeit freuen? Ist da jemand dabei? Dann gucke ich nämlich gerne mal nach, ob wir da einfach mal dann rüberschalten können. Ja. Naja, der Nachtfalke ist online, aber den hatten wir ja schon mal. Den Nachtfalken hatten wir schon gehabt, genau. Der ist auch noch mit 29 Parabel unterwegs. Der hat auch viele Leute. Jenfio spielt Phasmophobia. Kenne ich jetzt so nicht, aber wir können ja gerne. Sie ist super nett, lustig und auch Erzieherin. Na gut, dann machen wir Jenfio mal. Komm her, ne? Kollege so. Von dir, wa? Ja. Dann machen wir das auch. Was wollen wir für einen Raid-Text machen hier? Wie heißt das Ding hier? Hashtag. Ein paar schöne Grüße rüberschicken. Was wollen wir für einen Hashtag nehmen? So, ich muss jetzt mal eben hier. Zack, 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 zack. Jetzt gucke ich mal eben, dass ich hier den entsprechenden Kanal dann vorbereite. Zack. Jawohl. Mit 4 Leuten ist sie momentan online. Komm her, dann schicken wir jetzt einen kleinen Gruß auf jeden Fall rüber. Dann freut sie sich auf jeden Fall. Und dann Plätzchenhunger. Ja, von mir aus auch das. Und Risiko Raid. Risiko Raid hört sich auch cool an. Okay, dann schicke ich euch jetzt mal gleich rüber zu ihr. Und dann richtet ihr ganz liebe Grüße aus. Und macht den Risiko Raid. In diesem Sinne, wir sehen uns eben am Donnerstagabend wieder ab 20 Uhr. Seid dabei, ich freue mich auf euch. Macht's gut, schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Hau rein, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ich muss mich anstrengen, doch bitte nicht zu anstrengend sein. Mich sexy an.